Und hiermit geht das Hacker Jeopardy das letzte Mal los. Hallo! Ja, willkommen zum Hacker Jeopardy auf dem 30C3. In gewohnter Qualität. Und wie immer begrüßen wir auch unsere Zuschauer an den Empfangsgeräten in der Schweiz, in Österreich und an den abgebrochenen Streams. Alle, die hier im Saal sind, haben jetzt die Gelegenheit, sich mit den Kategorien der ersten Runde vertraut zu machen, ein bisschen drüber nachzudenken, in der Zeit, wo ich die Preise vorstelle, und sich dann mutig zu melden. Ich sage ein paar Worte zu Zack, unserem Lieblingsmoderator, der die Software in den letzten Sekunden noch um dolle neue Features erweitert hat, die wir nicht benutzen werden. Ja. Die gibt es übrigens auf GitHub. Da können die Nachfolger schon mal zu kompilieren anfangen und TickleTK lernen. Ja. Also, bei Commands geht es um was geht es dabei? Ah, da geht es dabei um eine Art Bilderrätselkategorie, um Unix-Kommandos, alle einer ähnlichen Kategorie zu erkennen. 100 bis 500 Geocaching, glaube ich, dürfte hier jeder kennen. Wer sich ein wenig damit auskennt, ist bei der Kategorie richtig. Bei geht es um Also wer sich mit auskennt, sollte da keine Schwierigkeiten haben. Bei Nobelpreis geht es tatsächlich um das, was dran steht, um Nobelpreise, also ein bisschen Allgemeinbildung. Und bei Farbe geht es um Bunt. Ja, also während ihr euch das auf euch wirken lässt und Mut fasst, möchte ich als allererstes mal den Lockpickern danken, die uns diesmal mit den Hauptpreisen versorgt haben. Die haben auch eine sehr große Lockpicking-Area. Ich empfehle allen, die sich damit beschäftigen wollen, da mal hochzuschauen. Im Sportshop kann man von einfach bis schwierig bis viel profimäßig Sets erwerben. Dieses schöne große Set zusammen mit einem Handbuch zur Schlossöffnung, einem Übungszylinder und weiterem Zubehör ist unser Hauptpreis im Wert von fast 100 Euro. Sogar ein bisschen günstiger heute im Shop. Also wer sich wagt mitzumachen, kann das gewinnen. Des Weiteren haben wir aber auch für die weniger Ambitionierten, die einfach nur mitmachen und nicht den Hauptpreis gewinnen, schöne Kits der Blinken-Area zum Löten, zum Blinken gibt es auch zu kaufen für alle, die es nicht auf die Bühne schaffen. Wir haben Challenge-Coins von Milliways, die wir mit schwerem Herzen hergeben, weil eigentlich jeder, der verkauft wird, zum Freibier, was es demnächst wahrscheinlich schon morgen hier geben wird, beiträgt. Ihr könnt ja trotzdem was fürs Freibier spenden, auch wenn ihr ihn hier gewinnt. Und dann haben wir noch das Code-Quartett, ein schönes, supertrumpfmäßiges Quartett zum Thema Programmiersprachen von Suplanus, vom Johann Weyer. Kann man auch als Open Source runterladen und sich selber drucken oder hier gewinnen oder ich glaube auch noch bestellen. Und sind wir damit durch? Ah ja, und dann wird noch ein Special Announcement. Wir werden am Schluss, wenn hier alles vorbei ist, die meisten schon gegangen sind, noch bis tief in die Nacht eine Hardcore-Runde spielen. Da gibt es noch ein paar Sonderpreise. Ja, wer hat sich denn schon mit den Kategorien vertraut gemacht und traut sich zu, das zu gewinnen? Hier hat jemand gleich ganz am Anfang mit rotem Shirt, ich würde sagen, wir trauen ihm das zu. Don't panic, das musst du zur Audience zeigen, das Handtuch, damit die wissen, dass sie keine Angst haben müssen. Hier haben wir jemanden, der ganz viele Likes bekommt. Ah, okay. Ja, Martel, schick mal hier deinen gesponserten Kandidaten ein. Wie heißt das? Vitamin B gibt es hier überhaupt nicht, aber natürlich darf der kommen. So, also wer sich da ganz oben hinsetzt und dann mitmachen möchte, der hat nicht das Prinzip die letzten Jahre nicht verstanden. Was ein gewagter Sprung. Aus der Ecke hatten wir doch schon. Achso, das ist gar nicht der 3. Da hinten mit Brille sieht nerdig aus, aber bitte Leute, die sich damit auch auskennen, wenn du dich mit nicht auskennst, ja? Ich wage jetzt mal da hinten aus der Mitte, weil den Block hatten wir noch nicht. Ja, du mit der nerdigen Brille. Ist die überhaupt nerdig? Wir werden es gleich sehen. Jetzt schaut er sich auch noch um, ja genau. So, na wir wollten jetzt für den vierten, wollten wir jetzt sagen, wenn einer unserer ehemaligen Sieger dabei ist, wollen wir ihm hier die Chance geben,
auf dem vierten Platz teilzunehmen und den Jungspunden zu zeigen, was der Hammer ist, wo der Hammer hängt. Ja, Fefe hat sich noch nicht getraut, den müssen wir noch irgendwie hertwittern. Er hat solche Ausreden angebracht wie, hö, die Folien sind noch nicht fertig. Dabei tut der erst morgen vortragen. Also. Eine Mathe, genau. Hier ist der. Oh, wir sind schon vier, du hast einen hergelockt. Na gut. Ich habe das gemacht? Ja. Na gut, aber ist eh nicht da, Fefe, von daher haben wir Pech. Ja, da sind wir zu viert. Dann können wir anfangen. Irgendwer von denen hat jetzt Fefe ersetzt. Wer möchte denn Fefe spielen? Derjenige muss dann einfach Fefe sagen, wenn er nach seinem Namen gefragt wird, und steht dann stellvertretend für Fefe. Ist kein Problem, oder? Aber er muss dann auch das Blog weiterführen und twittern. Ja. Dann machen wir das lustige Spiel mit dem der Namen. Der vierte Buzzer muss drücken, hier hinten. Die Reihenfolge ist egal. Achso, egal. Na gut. Ich wusste nicht, wie toll die Software schon ist. Das Bild ist weg. Genau. Sag deinen Namen ins Mikro. Lukas? Schon mal nicht Fefe. Zieh dir das Mikro am besten mal ein bisschen vor, damit man dich nachher auch hören kann. Lukas, Iggy. Success. Aha. Wir haben keine Tastatur. Was bedeutet das? Ist ein Arzt in der Audience? Hat jemand eine USB-Tastatur da? Das ist noch nie passiert. Also wenn Zack mir schon das Mikrofon gibt, ist das kein gutes Zeichen. Ach ja, wir haben für die Audience, für kreative Antworten noch tolle Aufkleber, ACAP-Aufkleber, also von einem tollen All Colors Are Beautiful-Projekt, oder MYTHC3-Aufkleber zu überall draufsteckern. Aber ich glaube, die ACAP-Aufkleber sind beliebter. Eventuell haben wir noch irgendwelche illegalen 5-Euro-Schein-Aufkleber, das werden wir dann sehen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Er wird mir nachher sagen, das hat es früher nie gemacht. Ja. Haben wir die Musik wenigstens, Zack? Du, 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 du. Du, 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 du. Das habt ihr früher besser gekonnt. Langsam wird, ja. Tastatur. Cool. Willst du noch kurz erklären, woran es lag für die technisch Interessierten? Piano. Ich habe keine Ahnung. Ah, du hast doch keinen Sound, glaube ich. Hallo? Test? Doch. Ja. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Jochen? Jochen. Auch nicht Fefe. Ich bin nicht sicher, ob Fefe heute dabei ist. Das Skript basiert auf Pearl TK. Das ist jetzt irgendwie 15 Jahre alt und ich habe keine Ahnung mehr, was es tut. Ja. Der nächste. Ja, drück einfach mal. Nick. 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 Sein Nick ist Nick. Und der letzte haben wir alle? Nick. Okay. So, ich weiß nicht, sind allen Kandidaten die Regeln bekannt? Erklär sie lieber nochmal. Also, wie gesagt, wie immer, wir haben Antworten, wir erwarten Fragen, zu denen die Antwort mehr oder weniger passt, aber eine Frage muss es auf jeden Fall sein, sonst werden wir es nicht werten. Für besonders schöne Fragen, die besonders gut zur Antwort passen, werden wir uns vorbehalten, eventuell ein paar Bonuspunkte zu geben. Das Allerwichtigste ist, wer richtig geantwortet hat, darf ein weiteres Kategorie und Feld wählen, und hinter zwei Feldern pro Runde befindet sich ein Double Jeopardy, wo nur er selber spielen kann und bis zum Doppelten des Wertes setzen. Das heißt, also wer die Möglichkeit hat zu wählen, sollte Kategorien wählen, die ihm gefallen, wenn er sie schon kennt, wenn er gesehen hat, ja, das ist was für mich. Und die Double Jeopardy sind in der Regel bei den hohen Werten. Also das heißt, nutzt die Chance. Ja, wir haben natürlich einen völlig unparteiischen Zufallsgenerator.
den haben wir uns von der NSA schicken lassen. Der soll toll sein. Ich habe gehört, der hat 10 Millionen Dollar gekostet und RSA setzt ihn auch ein. Also, wenn der nichts taugt, was dann? Ich weiß nicht, ob er schon ein Ergebnis ausgegeben hat. Er sagt, das erste Ergebnis ist 1. Also der erste Kandidat darf die erste Kategorie wählen. Das wäre hier Nick. Dann nehme ich Geocaching. Näher ans Mikro. Geocaching 300. Geht das Mikro? Ist das an? Nee. Jetzt ist das an. Ah. Cool. Have you tried turning it on again? Hände auf die Buzzer. Und bitte. Ja, ich nehme Geocaching 300. 300 gleich. Geocaching 300. Ein Cache. Wir suchen einen Cache, der gar keiner ist. Nick hat gedrückt. Was ist ein Virtual Cache? Richtig. Ein Side-Cache, ein Virtual Cache. Wenn der Audio-Engel das Audio von dem Laptop anmacht, dann hätten wir auch Hintergrundmusik. War das Kritik, Zack? Ich bitte dich. Du darfst weitermachen, Nick. Geocaching 400. Ein Geocaching-Profi. Damit könnte man auch ohne GPS geocachen. Lukas. Was ist eine Karte? Das haben wir befürchtet. Ja, aber es hilft doch, oder? Eine Karte mit einem Kompass. Ich hatte Zack noch gesagt, wir sollen technisch dazu schreiben. Wir wollten eigentlich Alternativen zu GPS haben. Wüsstest du da eine? Ja, vielleicht dieses neue Galileo-System oder so. Ja, das hätten wir auch gelten lassen, aber Karte war eine valide Frage. Wir lassen es selbstverständlich gelten. Aber mit Galileo könnte man natürlich... Mit Galileo könnte man natürlich nur dann geocachen, wenn Großprojekte zum Ziel kämen. Aber ja, aber ich dachte, das gibt's noch nicht. Also ja, eben drum könnte man ja, wenn es fertig wäre. Du darfst weitermachen. Ja, ich nehme mal für 100. Für 100. Lukas hat gedrückt. Was ist Morsecode? Ja, es ist... Wir hätten schon gerne den Buchstaben gewusst. Schau auf den Schirm. Eigentlich steht's da. Was ist Wollen wir das neutral geben? Also selbstverständlich, wie du sofort erkannt hast, was ist in Morseschrift? Wollen wir das werten? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, okay. Damit ist die Kategorie wahrscheinlich nachvollziehbar geworden. Du darfst weitermachen. Sexmorse war das. Commands für 100. Also eine Bilderrätsel-Kategorie. Welches Unix-Shell-Kommando? Ah. Jochen hat gedrückt. Cut. Keine Frage. Was war deine Frage nochmal? Ich habe nicht genau gehört. Deine Frage nochmal? Es war keine Frage, das war die Antwort. Es war seine erste Antwort. Die Antwort muss als Frage formuliert werden. Das heißt, du müsstest fragen. Schiebung. Jetzt seid nicht so böse, es gibt Leute, die letzten 20 Jahre noch nicht geschaut haben, weil sie einfach jünger sind als wir alten Säcke. Was ist Cat, wäre zum Beispiel eine Frage, oder wie kann man Cat bildlich darstellen? Das wäre dann fast schon bonustauglich. Hast du verstanden, worauf wir hinaus wollen? Dann versuch's noch mal. Einfach eine Frage stellen, die zu diesem Bild passt. Wie gesagt, zum Beispiel, wie stell ich sagte. Stell dir vor, das Bild ist die Antwort. Genau, wir geben dir nochmal die Chance, eine Frage zu stellen. Und
Und die Frage wäre möglicherweise, was ist Cat? Na, er hat es ja gewusst, also wir wollen mal nicht ganz so sein. Aber das Spiel ist halt fies. Das ist ja schon eine Frage. Was ich dir gesagt habe, ist eine Frage. Oder eben, wie kann man Cat bildlich darstellen? Oder welches Bilderrätsel weist auf Cat hin? Wir werten das jetzt mal als gültig, weil ich glaube, wir haben die Introduction. Ja! Lukas ist etwas... Genau. Wir haben das am Anfang ein wenig for granted genommen, dass alle die Regeln kennen. Lukas, du darfst dir eine neue Kategorie aussuchen. Jochen, war das Jochen? Jochen war das, sorry. Jochen, such dir ein Feld und einen Wert. Farbe 100. Farbe für 100. Und wie gesagt, eine Frage stellen. Ah, Nick. Was ist grün in RGB? Ja. Oder Sec kann man das gelten lassen. Wir. Ja. Das ist in Ordnung. Du darfst weitermachen. Geocaching 500. Geocaching für 500. Ich glaube, so schwierig waren die auch nicht. Das ist gar nicht so schwierig. Oh, Lukas hat gedrückt. Was ist der Mount Everest? Oh, das war geraten, oder? Das war total geraten. Hast du den schon mal gefunden, den Cache dort? Ich war da noch nicht, nee. Also ich glaube, es gibt dort einen, aber das ist noch nicht der höchste. Wir geben nochmal frei, alle können wieder buzzern. Wir geben wieder frei, Iggy. Wo ist der höchste Geocache? Nick. Was ist die ISS? Richtig! Ja. Zweifellos höher als der Mount Everest. Der Hint ist übrigens, es gibt einen Hilfetext, wenn man ihn nicht findet, da steht dabei, ihr braucht keinen Hint, dahin zu kommen, ist schwer genug. Du darfst weitermachen. Geocaching 200. 200. Dieses Feature ließ Bill Clinton 2000 abschalten. Ja, Nick? Was ist Selective Availability? Was ist die das Selective ist Availability? Genau, richtig. Bist du auch im Bereich Handyortung aktiv, wenn du dich so gut auskennst mit Ortung? Bitte? Ob du auch im Bereich Handyortung aktiv bist? Ich verstehe es gar nicht. Ob du im Bereich Handyortung aktiv bist, wenn du dich so gut mit Lokalisierung auskennst. Du darfst weitermachen. Ja. Ich kann auch jetzt nicht meinen geheimen Job beim Geheimdienst preisgeben. Hier. Oh, das hat mich zu spät gemerkt, sorry. Okay, ja dann gut, machen wir das auch fertig, ne? Geocaching 100. Mach Geocaching fertig. Kein Fehler, sondern die erste Form von Trackables. Nick. Moment. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, du kannst es auch dort... Was ist ein Travel-Bug? Was ist ein Travel-Bug, ist natürlich korrekt. Jetzt musst du wohl oder übel auf eine andere Kategorie ausweichen. Da dürfen die anderen auch wieder mitspielen dann. Also seine ist jetzt durch. Das ist gemein. Gut, dann nehme ich Commands 200. Commands für 200. Lukas hat gedrückt. Was ist schwierig? Ja. Lukas. Was ist Cat? Was ist was? Was ist Cat? Das ist doch eine Cat? Ja. Also Cat hatten wir doch schon. Ja, ich weiß. Das ist doch nicht das gleiche Bild, also ist doch nicht das gleiche Programm. Schade, das ist falsch. Ja, okay. Tiado. Was ist NetCat? Ja. Was ist NetCat? Natürlich! Ich glaube, jetzt dürfte auch da das Prinzip verstanden sein. Du darfst natürlich weitermachen. Commands 300. 300. Commands für 300? Das ist eine Steckdose, falls man das nicht erkennt. Da gibt es ein englisches Wort für Steckdose. Ja, Nick hat gedrückt. Was ist SO-Cat? Was ist SO-Cat? Socket Cat, richtig. Farben 200. Farben. Keiner mag die Nobelpreise. Ja, Allgemeinbildung ist natürlich immer fies beim Quiz.
Das war... Jochen. Was ist Türkis? Was ist Türkis? Richtig. Ja, sehr gut. Du darfst weitermachen. Nobelpreis 100. Nobelpreis für 100, eine neue Kategorie. Er für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effektes. Also man könnte vermuten, wir wollen natürlich wissen, wer dafür den Nobelpreis bekommen hat. Das ist die 100er, lasst uns nicht hängen. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass das keiner weiß. Iggy hat gesagt, jeder weiß das. Wie viele Leute im Publikum wissen es? Aber gut, das ist, muss man sagen, das ist natürlich alles relativ. Also das ist... Oh, Lukas hat gedrückt. Wer ist Albert Einstein? Jetzt vielleicht noch so, dass die Antwort auch passt. Das ist gut. Wer ist bekannt für seine... Nee, das macht keinen Sinn. Das ist klar. Wofür ist Albert Einstein bekannt? So kann man, bekannt offenbar nicht, sonst hätte ich es ja sofort gewusst. Aber, das stimmt. Wir lassen das natürlich gelten, aber die Bonuspunkte hätte es zum Beispiel gegeben für, wofür erhielt Albert Einstein den Nobelpreis. Aber gut, du darfst weitermachen, Lukas. Ja, ich hatte jetzt ja nicht so viel Glück mit Commands. Ja, Nobelpreis 200. Der nächste Nobelpreis? Für die, da geht's schnell. Lukas? Wofür erhielt Marie Curie den Nobelpreis? Ja. Ja. Das war jetzt einfach. Das ging ja schnell. Ich sehe, du kommst langsam dahinter. Du kannst gleich weitermachen. Entweder Nobelpreis von oben nach unten durch, aber wir spielen nicht, vier gewinnt. Ja, ich nehme trotzdem den Nobelpreis für 300. Nobelpreis für 300. Oh, du hast das erste Double Jeopardy gefunden. Wie viel das heißt, möchtest du setzen? Du kannst jetzt von 0 bis 600 Punkten alles setzen, aber wenn du nicht 600 setzt, wird das Publikum dich für immer hassen. Ja. Ja, dann, ich darf ja als, dann nur als Einziger antworten, ne? Dann du darfst als Einziger antworten? Ja, ja, dann alles. Alles, er setzt ja, alles! Das ist gemein, finde ich. Das ist gemein? Dann ist die 300er. Also ich sag mal, so viel hat man ja, da noch nicht entdeckt. Ja. Kürzlich. Aber zu viel helfen dürfen wir bei Double Jeopardy eigentlich nicht. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, also ich müsste raten. Ja, du musst eh raten, weil du sowieso antworten musst. Also rate mal. Wofür hat Peter Higgs den Nobelpreis bekommen? Ja! Ja! Der Vorname ist sogar richtig, den hätte ich nicht gewusst, also Glückwunsch. Das Ding heißt immer nur Higgs-Teilchen. Hat man von Peter Higgs-Teilchen gehört? Du darfst weitermachen. Ja, dann Nobelpreis. Bonus? Bonus? Windows? Alle rufen Bonus, ich denke, ich kriege einen Bonus. Ein Bonus! Für den Vornamen schon. Hm? Schauen wir mal, ob beim Double Jeopardy gibt es keinen Bonus. Nein, 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 beim Double Jeopardy. Oh. Dann gut, probier mal, Iggy, damit wir es probiert haben. Aber die Software kann dabei abstürzen. Dann verzögern sich die nachfolgenden Sendungen um circa. Haben wir 50? Ja, 1250. Ist natürlich eine schöne Zahl. Du darfst auch noch weitermachen. Ja, ich nehme dann den Nobelpreis für 400. Den Nobelpreis für 400. Da wird sich kein zweites Double Jeopardy verbergen. Die Entdeckung der Energiequanten. Alle dürfen wieder mitspielen, nur falls das nicht klar war. Ne? Lukas hat gedrückt. Wofür enthielt Max Planck den Nobelpreis? Selbstverständlich. Natürlich. Physik-LK. Wo willst du weitermachen? Ja, dann machen wir jetzt die Nobelpreise dann zu Ende. Dann musst du aber auch dann antworten, ne? Ihr also müsst das Brett nicht symmetrisch abspielen, ja? Er will jetzt die Reihe durchhaben.
für die Begründung der Quantenmechanik. Nein, Fefe ist falsch. Das ist die Theorie großer Massen. Und die Krümmung des Lichts, das ist etwas ganz anderes. So bekommst du ihn nie dazu mitzuspielen. Der muss mich dann hier von der Bühne ziehen. Ja, Wofür erhielt Richard Feynman den Nobelpreis? Nein. Ja, nein, okay, nein, nein. Okay, es war ein bisschen... Der hat den nicht mal für die Beförderung der Atombombe bekommen, aber... ja. War ein Versuch, will noch jemand irgendwie Punkte runterziehen? Ja, wer nichts wagt, der nicht gewinnt oder so. Also das hätten wir für einfacher gehalten als einige andere. Wir haben es nur das Ende sortiert, weil ich weiß nicht warum. Das Publikum sagt... Heisenberg, Werner Heisenberg. Ja, das finde ich aber lax formuliert. Der hat Begründung. Da stand in der Laudatio, da kann ich nichts für. Okay, na gut. Und da stand nichts von Katzen oder von... Und das war Schrödinger. So, wir machen weiter mit... Achso, wir brauchen einen Zufallsgenerator. Verdammt, das ist schwierig. Ich muss bei der NSA anrufen. Wir haben auch einen in der Software. Die nächste Zahl ist 2. Das heißt, Jochen darf weitermachen. Commands 400. Commands für 400. Also wir erinnern uns doch an das Prinzip, ne? Wir hatten SoCut, wir hatten NetCut. Nick? Was ist Zcat? Was ist Zcat? Zipcat, selbstverständlich. Aber da fragt man sich schon, wer macht solche Fotos? Gut, du darfst weitermachen. Wir haben da noch eine fast unbenutzte Kategorie. Hat der M gesagt? Ja, die ist mir aber zu merkwürdig irgendwie gerade. Die ist dir zu merkwürdig. Wir haben bisher dreht sich doch bloß um Ä. Wir haben eine einzige Antwort bisher gesehen. Da kann nicht so merkwürdig sein. Ja gut, dann nehme ich Ä200, aber müssen auf keine eh alle Verantwortung. Antworten. Auf keine Verantwortung. Okay, er nimmt Ä200 und übernimmt keine Verantwortung. Oh, Nick. Was ist die HTML-Entität für ein großes Ä? Richtig, für ein großes Ä. Ja, du darfst gleich weitermachen. Willst du einen Durchmarsch auf den Ä? Jetzt muss ich ja quasi Ä300 nehmen, ne? Also das große Ä haben wir doch wohl alle erkannt. Also das ist... Oh, er hat... Jetzt macht Iggy einfach einen Bonus. Er ist so publikumshörig. Du darfst trotzdem weitermachen. Gut, dann nehme ich Ä300. Ä für 300. Oh, Lukas hat gedrückt. Ja, was ist... ja, ich will das jetzt irgendwie so sagen, dass das nicht blöd klingt. Es darf auch blöd klingen, es muss nur richtig sein. Ja, was ist Ä? Ja, aber wir wollten... So. Wir hätten schon gerne das Encoding dazu. Bitte? Wir hätten schon gerne das Encoding dazu gewusst. Okay, ja, da muss ich wieder raten. Ich tippe mal einfach auf Unicode. Du tippst einfach auf Unicode. Also erstens ist Unicode ein Charset und kein Encoding und zweitens nein. Okay, ja, ich wusste es nicht. Ja, schade, Lukas. Dann ja. Machen wir die Frage wieder auf und es dürfen alle drücken. Nick hat gedrückt. Eigentlich ist das schon auch richtig. Was ist der Hexcode für das US-ASCII-Encoding von A? Nein. Lassen wir die Korrektur noch gelten? Nein. Nein, okay. ASCII ist 7-Bit. Also US-ASCII für Ä. Also US-ASCII ist der Grund, warum wir 20 Jahre lang keine Äs in E-Mails tippen konnten. nein, wir machen die Frage zu, glaube ich. Es dürfen alle drücken? Nein. Nein, ich glaube, die ist erledigt. Er hat ja danach dann gesagt, Latin 1 wäre das wir gewesen. Wir hätten noch zwei Ä. Was wäre die Antwort gewesen, mal so Interesse halber? In Latin 1. Oder in 15. Oder in, genau, ISO 8 Dings. Okay. Ich muss den Zufallsgenerator befragen. Die nächste Zufallszahl, er rechnet noch, ist 3. Es darf Thiado weiterspielen. Command 500. Das letzte Command. Das letzte Command für 500. Oh, das ist schwierig. Nick hat gedrückt. Was ist Tail? Hahaha.
Okay, ich habe noch eine andere Variante, wenn ich das nicht gefällt. Ich hätte noch Tacke Mann gebucht. Das muss ich neidlos anerkennen. Das ist voll müssen wir wohl gelten lassen. Das war zwar nicht, woran wir gedacht haben, aber... Ihr habt an Tack gedacht. Wir haben an Tack gedacht. Katze von hinten, ja. Aber Tail war selbstverständlich völlig korrekt. Aber der Schwanz war eindrucksvoller. Also, du darfst weitermachen. Und kriegst nachher einen Eintrag ins Fleißheft. Ja, mit L lege ich mich sowieso wieder nur auf die Schnauze und... Ja, es bleiben dann noch Farben. Ja, dann nehme ich mal Farben 300. Da dürfen übrigens die anderen wieder mitmachen, da fehlen noch Farben bei Farben. Also die beiden mittleren Kandidaten... Gut, dass Fefe nicht mitspielt, er hätte es natürlich sofort gewusst. Nick hat gerechnet und gedrückt und fragt... Ich kann nur raten, aber ich würde sagen... Das erzeugt. Ne, was erzeugt ziemlich graue Schrift? Grau? Nee. Das also dann nee hilft nichts falsch. Nee. Es ist wieder offen, der Rest darf mitmachen. Thiado hat gedrückt. Was erzeugt Rot? Rot ist auch falsch. Nein. Rot ist nicht falsch, doch Rot ist falsch. Rot ist falsch. Ja, genau, sag dir doch, Rot ist falsch. Es dürfen wieder alle drücken. Hat noch niemand von euch Font in Fefe geschrieben? Wie designt ihr eure Webseiten? Seid ihr 90s? Was ist gelb? In Hex? Musst du drücken. Gelb, ja genau. Fefe wird relativ gelb. Ist nah an FFFF. Fehlt halt ein Bit. Ja, richtig, gelb. Eine mühsame Geburt. Farbe 400. Da müsste man fast negative Bonuspunkte geben. Du darfst natürlich weitermachen. Ja, es tut uns leid, Schleichwerbung, aber sie haben einfach so gut gezahlt. Ja? Nick? Was ist die Telekom? Was ist die Telekom? Und die Farbe ist? Magenta. Psst, darf man nicht patentiert. Jetzt hätten wir uns hier fast rechtliche Probleme eingehandelt. Du darfst weitermachen. Ihr habt ja zum Glück nicht Ubuntu Braun. Ich meinte natürlich, was nicht genannt werden darf. So, also die nächste Frage ist? Du hast die Freiwahl auf einem fast roten Feld. Wie hast du überhaupt geschafft, das passende T-Shirt anzuziehen? Der hat uns gehexort. Ja, meinen geheimen Nebenjob habt ihr auch jetzt eben schon aufgedeckt. Ja, das ist alles... Ich nehme L400. L für 400? L für 400. C3 für... Ja, Nick? Was ist L in UTF-8? Was ist N? UTF-8 ist perfekt richtig. Was eine Unicode-Variante wäre, ja. Jetzt bleiben eigentlich nur noch zwei meiner Lieblingsfragen übrig. Sind überhaupt beide Double Jeopardies schon weg? Nee, nur eins. Oh, dann ist irgendwo noch das Double Jeopardy. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich völlig zu ruinieren oder nach oben zu katapultieren, wenn du es triffst. Gut, dann nehme ich L500. Das dürfen wir nicht erlauben, oder? Wieso nicht? Wenn wir dann ein Problem bekommen. Na egal, okay, mach es. Aber ich habe dir vorher gesagt, dass wir ein Problem bekommen. Denk an meine Worte. Tja. Ein total verbreitetes Encoding. Also ich habe es zum Beispiel noch nie benutzt, glaube ich. Ist besonders beliebt bei einer dreibuchstabigen Firma. Das hilft, glaube ich, auch nicht. Man kann schon sagen, dass IBM dieses Encoding gerne benutzt hat. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ich habe es schon gehört. Das einzige Encoding, das man nicht aussprechen kann. Hat das Publikum schon eine Ahnung? Ja, das sind vereinzelt Hände. Also es jetzt möchte ich sehen, wie er das brüllt. Dick, genau. Es gibt ja Leute, die älter sind als wir, Sek. Ja, Appgedick, keiner gelöst, damit haben wir jetzt ein Problem. Weil jetzt sagt nämlich der Zufallsgenerator. Boah, ich hoffe nicht. Es hilft nichts. Der Zufallsgenerator sagt 4, aber das ändert nichts daran, dass der jetzt das Double Jeopardy abbekommt, oder?
Also der Zufallsgenerator hat jetzt leider ganz knallhart den Lukas ausgewählt. Wir können auch einfach nicht Double Jeopardy machen. Können wir das? Was deine Software alles kann, dann mach mal. Können wir das? Dann machen wir das doch. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, dann mach doch. Ja. Also das wäre das Double Jeopardy gewesen, aber da der Zufallsgenerator gewertet, wäre es ein bisschen blöd, es einem aufzubürden. So. Ah. So. Da muss man natürlich sich mit dem HTML-Parser ein bisschen vertraut gemacht haben. Es gibt ein schönes Dokument, das die Farbnamen-Parse-Routine beschreibt. Und es ist tatsächlich konsistent zwischen zumindest allen Browsern, in denen ich es ausprobiert habe. Also Internet Explorer 7 und 8. Genau. You know it. Da will nicht mal einer raten. Aber bist du froh, dass du das Double Jeopardy genommen hast? Es gab einen Grund, warum es eine Double Jeopardy-Frage war. Ja. Da hat er aber nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Wer im Publikum ist sich sicher, was da rauskommt? Einer, zwei, drei? Sind die Freiwillige der gleichen Meinung sind? Wer ist der Meinung, das ist grün? Niemand. Einer. Wer ist der Meinung, das ist rot? Und das ist richtig, weil es ist C und der Rest ist quasi unpassbar, also C 0000000000. Da ist noch ein zweites C, aber das gilt auch ja, das geht Rot. Dann unter. Aber das ist auch im N, ist im Rot drin, genau. Ja, schade, keiner gelöst. Wir haben ein Endergebnis, was relativ eindeutig leider ist. Also der Nick hat uns gnadenlos hier in Grund und Boden gespielt. Genau, ich verteile hier mal ein paar Preise. Dann darfst du dich zu unserer Verfügung halten für die Finalrunde und der Rest darf bei Ray sich Preise abholen. Genau, also wir müssen da mal durchschauen. Ich komme durcheinander. Der Tiado. Tiado bekommt tolle Aufkleber. Und der Lukas darf zuerst wählen, ob er den Bastelsatz oder den Milliways-Coin möchte. Das ist ein LED-Blinken-Area, so ein schönes Blinkenlicht als SMD-Löt. Und dann hast du den schönen Milliways Challenge Coin. Danke fürs Mitspielen. Ein Applaus für unsere Kandidaten. Und wir gehen nahtlos über in die Runde 2. Wir haben völlig neue Kategorien. Ein bisschen leiser bitte den Sound. Bei Unix Tools geht es um Unix Tools. Es ist eine kleine Beschreibung, was das Tool tut. Und man muss das Tool nennen oder ein mögliches Tool. Ist nicht sehr schwierig, würde ich sagen. Eher einfaches Niveau. Like ist was für Leute, die sich in diesem Internet Web 2.0 rumtreiben, so Sozial-Dingsbums, wo man Dinge liken kann und ähnliches. SI ist wieder unsere Allgemeinbildungskategorie. Es geht um SI-Einheiten. Wir möchten also alles, was dort kommt, in SI-Einheiten dargestellt haben. Bei Geheim geht es um ganz geheime Dinge, die uns alle überwachen, anschauen, verfolgen und auf Schritt und Tritt nachstellen. Und in Elemente, das hieß mal Fantasy-Elemente, geht es um Elemente, die es in unserer Welt eigentlich gar nicht gibt, aber in komischen Fernseh- und anderen Serien. Also wir brauchen eine relativ breite Mischung, das heißt, ihr habt sowieso keine Chance, es kann sich jeder melden. Der da hinten hat vorhin schon so viele Hände gekriegt, ich weiß nicht, auf wen die alle zeigen, aber der hat offenbar viele Fans und Likes hier. Jetzt müsst ihr es unter euch ausmachen, klärt das mal unter euch, wer von euch beiden vorkommt, aber ich glaube, er ist schneller einfach. So, soll ich ihn mal rumlaufen? Nee, der gilt nicht, der hat ein Licht. Nein, 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 nein. Wer hat denn da? Erster. Wer war denn jetzt Erster? War er Erster? Er macht alles kaputt. Er macht alles. Gut, er hat den Stuhl kaputt gemacht, das gibt Punktabzug. Aber wir brauchen eigentlich sowieso noch, haben wir denn einen unserer ehemaligen Sieger, der sich den Jungvolk stellen möchte. Du willst jetzt mitmachen. Wir suchen erstmal noch, ob einer unserer, was hätten wir denn da so? Q würde, du hältst diese Kategorien für dich machbar. Ist Social Networks und sowas mit drin? Also, nein, ich habe das nicht sicher gesagt. Also da sind Anti-Social Networks mit drin, da ist Unix mit drin. Okay, Q macht auch Anti-Social Networks. Q ist unser Vertreter der frühen Zeiten, die gute alte Jeopardy-Zeit, als es euch noch Spaß gemacht hat. Oh Mann. So.
gut, die beiden haben das jetzt gehackstort, die lassen wir da. Und ich sehe da, warum setzt ihr euch da hinten hin? Du setzt dich immer auf die 1, eigentlich auf die 4, aber das ist egal. Wer fühlt sich denn so richtig fit in den SI-Heinern? Warum willst du denn meinen, dass wir dich besonders gerne hätten? Ich denke, es ist die letzte Gelegenheit vielleicht, bei euch aufzudrehen. Gut, das ist ja für alle der Fall. Das stimmt natürlich. Kennst du dich denn besonders gut aus mit diesen Themen? SI-Einheiten bist du ganz gut und kannst den Q so richtig... Unix-Tools kriegst du auch hin. Like ist wahrscheinlich eine Schwäche von dir. Like ist eine Schwäche, das ist nicht schlecht. Wir hätten schon jemanden, der Unix kann und Social Networks. Ja, da gehen alle Hände runter, ne? Ja, sind sie alle weg. Ich hab's dir gesagt, Zack. Ja, Fefe, hm. Aber den Q dieser Runde haben wir schon. Ja, ich sehe da hinten eh nichts, er hat sich hier rauf ingeniert. Okay. Wir sind da völlig hoffnungslos. Gut, dann, wir fangen wieder ganz da drüben an. Wir fangen mit Player 4 an, weil der Knopf schon gedrückt ist. Genau, die 4 nennt ihren Namen. Ich muss mal gucken, ob der Zufallsgenerator schon resettet ist. Ich bin Marv. Oh nee, der Zufall lädt noch. Die müssen ganz viel Entropie erzeugen, haben die gesagt. Irgendwas mit elliptischen Kurven und so, das ist total komplex. Mit den 4 Cores dauert das einfach ewig, bis der Zufall da rechnet. Drück auf deinen Knopf. Hi, ich bin der Milot. M-I-L-O-T. Ich bin die Nummer 2, der Alex oder kurz Esko. E-S-K-O. Das ist jetzt kein Scheiß, aber Juliane bitte. Die Juliane macht mit. Damit haben wir 4 Kandidaten und der Zufall, was hat er ausgespuckt? Ich glaube, 1 ist wieder dran. Ja, richtig, woher wusstest du das? Da hört einer unseren Cover-Channel ab und das wird über Quantenkryptographie übertragen. Ich bestreite jede Kenntnis von geheimen Parametern dieses Zufalls. Aber die 1 darf spielen, das ist Juliane. Ja. Ja, dann nehmen wir doch mal Unix Tools für 100, bitte. Unix Tools für wie viel? 100. Für 100. Fangen wir doch mal leicht an. Man muss nicht oben anfangen. Nee, kann man aber. Dieses Programm gibt einem alle nicht gepassten Argumente wieder zurück. Das nicht gepasste wegen den Besserwissern wie SEC einbauen müssen. Ich verstehe die Frage nicht. Echo? Das war richtig, aber keine Frage. Achso, was ist Echo? Was ist das Kommando, das seine Argumente zurückgibt, namens Echo? Wir waren vorher bei Erstmitspieler nett. Ja. Was ist Lampenfieber? Ja, genau, was ist Lampenfieber, ist richtig. Aber zur Sicherheit in die Runde, jetzt haben es alle mitbekommen, ne? Frage stellen. Gut, du darfst weitermachen. Ja, machen wir gleich weiter mit... Mit Echo 200, genau. Genau. Hände Echo an die Buzzer, 200, bitte. 200. Dieses Programm vereinigt mehrere Dateien. Wofür benutzen Leute Cut? Wofür benutzen Leute Cut, ja. Richtig. Ja, es ist auf jeden Fall eine Frage. Es ist eine Frage, Bonuspunkte gibt es hier noch keine. Du darfst weitermachen. Ja, such dir was aus. Für 300. Ihr seid alle nicht so mutig, so mit Neues ausprobieren oder so. Juliane. Was ist Diff? Das geht sehr schön. Was kann man mit Diff machen? Was ist Diff? Richtig. Ja, aber und dir gehört das Brett. Ich hab gesagt, die ist nicht sehr anspruchsvoll. Habe ich's gesagt? Doch, ich hab's gesagt. Nö, die Antwort ist ja nur, dieses Programm sagt einen. Dann kann man ja nur mit dem Programm antworten. Das war richtig. Was ist Diff? CMP wäre auch gegangen. Natürlich wäre CMP auch gegangen. Man kann auch Perl nehmen. Also, muss er nicht. Zack hat gesagt, man kann auch VI nehmen, wenn man nur genau genug guckt. Aber. Ich glaube, da ist technische Schwierigkeiten. Was? Technische Schwierigkeiten sind meine Spezialität. Es hängt. Du kannst es auch mit Cut auf den Drucker schicken, dann gegen das Licht, so, dann siehst du vielleicht die Stellen. Richtig. Das war eigentlich die Antwort, mit der wir gerechnet hatten. Okay, dann was ist Cut, wenn man es gegen das Licht stellt? Dann kriege ich ja bestimmt 50 Bonuspunkte. Aber Zack, kannst du mir erklären, warum deine Tastatur immer abstürzt? Und nochmal die Frage, ist ein Arzt an Bord? Hat jemand eine USB-Tastatur dabei? Meinst du, Zack, meinst du, das würde helfen oder meinst du, es hilft nicht? Aber
Aber Ray, das gehört doch zu Folklore. Und vorhin wurde behauptet, es sei nicht bekannt, wann das erste Jeopardy war, als Teilnehmer des ersten Jeopardys. Es war 2000, der 17C3. Es war im HAKP an diesem Getränkeautomaten in der Ecke. Ja, genau, im HAKP am Getränkeautomaten neben dem Schuhkarton hinterm Putzzimmer. Fefe schreibt, ich weiß nicht, ob ihr mir das auch behauptet habt, aber Fefe schreibt ihm gegenüber, habt ihr gesagt, die Fragen wären nicht so schwierig. Ich weiß nicht, brauchen wir die oder nicht? Ist es ein Hardware-Problem? Ich wurde da rein, was ist Software, geworden? Okay, danke trotzdem. Es wo liegt nicht an der Tastatur. Wir danken Juliane fürs Überbrücken der Zeit und du darfst ja weitermachen, glaube ich, schön, oder? Ja, weißt du, wenn man so lange dabei ist, hat man was zu erzählen. Aber ich glaube, du darfst trotzdem dann weitermachen. Ja, darum machen wir doch gleich die 400. Und ihr seid originell, echt. Ja, ist doch okay, ne? Da ist mir viel Auswahl, gebe ich. Ja, Juliane? Oh Gott, es gibt verschiedene. Was ist breit? Was ist breit? Zum Beispiel, ja. Lassen wir gelten. Lassen wir gelten, ist Gott, definitiv richtig. Ja, ich meine, ich habe das mal verwendet, aber ich meine, das war so, ja, keine Ahnung. Also Linux gab es da schon, aber... Ich nehme immer, was ist Wall? Ja, mach mal weiter, aber bitte nicht nochmal Unix-Tut. Wir wollen nochmal andere. Ja, dann kommt dann Like 200, bitte. Like für 200? Ja, wenn schon, denn schon, das liken wir doch mal. Hier kann man Leute gruscheln. Na, hat mal aufgedrückt. Sowas kenne ich nicht. Ja, Marv. Ja? Wie heißt die Plattform, die... Nein. Was kann man tun auf der Plattform, die man StudiVZ nennt oder SchülerVZ oder diese ganzen anderen? Ganz ja. Genau. Was ist unglaublich tot? Wie heißt die unglaublich tote Plattform? Selbst wenn man tot ist, kann man immer noch als Jeopardy-Kandidat. Dann ist doch klar, als ich mal studiert habe, gab es sowas noch nicht. So, du darfst weitermachen, Marv. Oder nicht Marv, Dingsbums. Doch, wir Marv. Gehen mal auf Geheim 400. Geheim für 400. Das war natürlich mutig. Auch hier wähle ich natürlich alles. Hier wählst du dich alles. Manche nennen sie den Geheimdienst des Vatikan. Drücken muss man nicht, du musst leider nur antworten. Also dein Nachbar wüsste es, vielleicht sagt er dir ein. Was? Ich würde ihm nicht trauen. Irgendwas musst du raten. Ja, du musst gar nicht überlegen, ob du ich antwortest. Ich rate, dass was. Manche Leute die Illuminaten den Geheimdienst des Vatikans nennen. Nein, das Publikum scheint nicht dieser Meinung zu sein. Also die Illuminaten sind der Geheimdienst des Vatikans. Die meisten glauben, es sei... Ja, wie ist das? Öffnen wir jetzt für alle oder machen wir... Ja. Okay, wir öffnen jetzt für alle an die Buzzer. Da drückt Marv. Nee, Milot. Was ist die Schweizer Garde? Nicht? Leider auch nicht. Nein, die verschleiern den Geheimdienst des Vatikan. Escort gedrückt. Was ist Opus Dei? Was ist Opus ja, Dei? Richtig. Opus Dei. D und O hat nicht drauf, aber... Also so kann eine einzige Frage den Punktestand mal völlig umbauen und du darfst... So kommt man nicht zu Punkt. Ja, Esko, nicht ablenken lassen, du darfst weitermachen. Dann wähle ich die SI-Einheiten für 200. Die SI-Einheiten für 200. Drückt man Frequenz. Was ist Herz? Oh. Nein. Das ist natürlich... Das ist physikalisch natürlich korrekt, aber es ist keine SI-Einheit. Dann ist es 1 durch... Stopp. Wir machen wieder auf und du kannst wieder buzzern. Alle können Esko hat aber gebuzzert. Was? Das war jetzt etwas unfair, weil ich es gehört habe. Ja, ist okay. Es ist 1 durch Sekunde natürlich. 1 durch Sekunde in SI-Einheit. War aber keine Frage. Stimmt, er hat gesagt, aber es ist 1 durch Sekunde. Habe ich das richtig gehört? Dann kann ich sie mir ja unten genauso wieder zurückholen. Dann haben wir das ja wieder ausgeglichen. Machen wir das Wettbuzzern auf? Ja, genau. Also schaut auf den Schirm, wenn der Ding verschwindet, könnt ihr wettbuzzern. Milot. Ich war mal schneller. Was ist 1 durch Sekunde? Was ist 1 durch Sekunde? Das ist ja. Die Frequenz in SI-Einheiten, richtig. Wie konnte er das bloß wissen? Du darfst weitermachen. Nur noch minus 100 Punkte. Ja, ich bin so gut. Eben gönnst ihm doch, Juliane. Ja, natürlich. Natürlich. Ich mach halt die Buzzer nicht mehr kaputt. Ihr habt euch zu oft beschwert, ne? Die sind stabil inzwischen. Ach so. Jahrelange Forschung. Ah. Darfst du draufhauen, bis der Tisch zerbricht. Ja, okay, dann. Aber weitermachen darf... Such dir was aus. Trotzdem, Milot soll weitermachen. Du warst richtig. Ah, auch so. Ja, dann nehme ich mal als Bioinformatik die Elemente 200. Die Elemente für 200.
In diesem Universum haben viele Leute Latinum. Ich weiß jetzt nicht, ob das große oder das kleine, aber auf jeden Fall... Das Gepresste. Oder das Gepresste natürlich, ja. Ist okay, dann wird der Rest schwierig, sage ich dir. Ja, muss man da wieder irgendwie so Popkultur gesehen haben, oder? Nee, gut, ist natürlich so eine Randerscheinung, ist jetzt nicht sehr populär, die ganze Serie. Oder vielleicht auch zu Mainstream für echte Hacker. Juliane, probiert's. Was ist das Universum, in dem wir leben? Ja, ich würde mal behaupten, das ist ja wohl richtig, oder? Da haben ja wohl viele Leute, also wie viele Leute haben hier so Latinum? Also, ja, aber Q. Ja, ne? Also, ja. Ja, was denn? Aber ist das ein Element in unserem Universum? Latinum ist in unserem Universum leider Element. Wir hatten das erklärt. Wir hatten gesagt, wir suchen Elemente, die es in unserem Universum nicht gibt. Von daher ist die Frage relativ ungeschickt. Ja, aber dann ist die... da verstehe ich die Antwort echt nicht. Ja. Du nicht, aber die anderen alle schon? Ja, offenbar. Da muss man bestimmt... Ich glaube, wir können aufmachen, das weiß eh keiner, oder? Also es ist... Star Trek. Das goldgepresste Latinum. Das wird in Gold eingepresst. Ist das einzige Material, was man mit einem Replikator nicht vervielfältigen kann und kann dort daher als Bitcoin verwendet werden. wir brauchen den Zufall, oder? Ja. Verdammt, was sagt der Zufall. Denn? Doch, wir haben ein Ergebnis. Zwei. Ja, es ist zwei. Ne? Der Zufall hat gesagt, zwei Esco darf weitermachen. Ich weiß immer noch von nichts. Such dir was aus. Esco. Der Zufall Dann hat dich gewählt. Wähle ich die Elemente mit 300. Die Elemente für 300. Oh. Mithril, was ist Mithril? Richtig. Ja. Aber wenn du gebuzzert hast, musst du nicht mehr hektisch schreien. Du hast dann alle Zeit der Welt. Ja, aber ich darf doch reden. Dann schnell muss ich buzzern, doch ganz schnell deutlich reden. Sprechen. Du darfst weitermachen, ganz schnell. Nehmen wir mal SI 300. SI für 300? Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. Nein. Milord, nein. Seine letzten Worte waren nein. Was ist Pascal? Was ist Pascal? Nee. Was ist dein spontaner Blackout? Was bin ich? Das war ein Name von dem Physiker. Verdammt. Was war der Name von dem Physiker? Ja. Das ist schon mal gar nicht so weit weg. Irgendwas mit P, aber mir fällt es nicht ein. Also eben war es noch warm, jetzt wird es kalt. Ich glaube, wir müssen das gleich zumachen. Kriegen wir einen Countdown? Gib einen Versuch. Ich gebe auf. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deine Frage ist? Zu spät. Was ist Pascal? Aber was ist Pascal? Heißen? Ist leider falsch. Jemand anderes vielleicht? Will wer anders noch? Genau, das Publikum ist gerade schon schön vereinfacht. Jetzt müssen wir es leider zumachen. Was ist Newton? Masse mal Beschleunigung. Scheiße. Aber im Hinterkopf behalten, es könnte später noch hilfreich sein. Oh, wir brauchen wieder den Zufallsgenerator. Ich weiß nicht, ob wir eine neue Zahl haben. Die NSA. Keith Alexander entschuldigt sich für die Verzögerungen, aber es ist 3. Milo darf weitermachen. Nehmen wir mal Like 100. Like für 100. Juliane. Was ist Google Plus? Was ist Google Plus? Kann man plus einsen. Ja. Also ich habe gerüchteweise gehört, dass Nein, dann müsst ihr nicht klatschen. Das war Google als Antwort. Ja, also... Du darfst weitermachen. Also ich habe irgendwie neulich beim Lawblog, glaube ich, gesehen, dass es irgendwie mehr Flutters als plus einsen gibt. Das sagt eine Menge aus, glaube ich. Das spricht fürs Lawblog, würde ich sagen. Also, du darfst weitermachen, Juliane. Das ist alles schrecklich. Ist alles schrecklich, richtig? Ja, ganz fürchterlich. Den SI-Quatschling, ach, nehmen wir trotzdem SI einfach 100, bitte. Da ist sicher kein Jeopardy drin. Das ist kein Quatsch, aber ich... Ja, 100. Geschwindigkeit, Esco. Was ist Meter pro Sekunde? Was ist? Meter pro Sekunde ist innerhalb die Geschwindigkeit, richtig. Für 100 ist es auch nicht so schwer. So. Du darfst weitermachen. Und dann wähle ich gleich die SI mit 400. Da will es aber einer wissen. Kilogramm mal Meter. Was sind Joule? Richtig! Wieso weißt du denn das denn vorher die Newton nicht?
da es vorhin eher Newton waren und jetzt auch die Meter da zumultipliziert wurden, ist eigentlich klar, dass Newtonmeter dann Joule sind. Richtig, ja. So kann man sich herleiten. Das ist alles logisch. Du darfst weitermachen. Und dann probiere ich es gleich mit der 500 bei SI. Bei okay. 500. Lado. Esco, warte. Was sind Colo oder Ampere-Sekunden? Und was ist jetzt die richtige Lösung? Ampere-Sekunden ist die korrekte SI. Ja, genau. Also was sollst du denn vorher mit deinem komischen Coulomb? Aber gut. Das war ja hart an der Grenze, sag ich mal. Dann habe ich nochmal Glück gehabt. Dann wähle ich schnell die 100 mit den Elementen. Die Elemente. Na, Quada? Wo ist das? Tore? Na gut, Tore. Ja, Pai. Man könnte auch sagen, hier werden Gates geöffnet. So. Oh, Marv hat sich getraut nach dem Hinweis. Der Hinweis ließ mich vermuten, das ist im Stargate-Universum. Und Stargate! Also, ich sag mal so, ja, dir Hinweise erschummeln ist nicht schlecht, aber das mit den Fragen hast du noch nicht so ganz. Vorhin hatte ich eine Frage. Ja, es muss aber jedes Mal eine sein. Also das war jetzt leider keine Frage, wir machen auf und alle können buzzern, auch du darfst nochmal buzzern. Juliane war schneller. Was ist Stargate, wo ich den Film gesehen habe, aber die Serie niemals? Richtig, was ist Stargate, wo du den Film gesehen hast, aber die Serie? Das können wir jetzt nicht überprüfen, das müssen wir so glauben. Ja, aber dann ansonsten, also... sonst hätte er schneller gewusst. Also ohne diesen, ja komm, ich habe diesen ganzen... Du darfst weitermachen. Ich habe von diesem ganzen Quatsch keine Ahnung, deswegen nehme ich dann trotzdem, haben wir davon noch überhaupt was? Ja. Ach ja, Elemente 400, dann bitte, weiß ich eh nicht, aber bitte. Ach Gott. Wolverines Krallen. Was ist Adamant? Ja. Ja, Adamant oder Adamantium, glaube ich, nennen sie es, aber müssen wir lassen. So, weitermachen. Wir haben das doch keine ja Zeit. Einfach. Ja. Ja. Gehen wir auf 500 Elemente. Das letzte Element. Was ist Vespine Gas? Richtig. Ja, ich habe keine negativen Punkte mehr. Ich bin so gut. Er hat die negativen Punkte weg. Das Marv, du musst noch aufholen. Du bist der letzte Negative, also Marv hier, mal ein bisschen positiv thinking. Das liegt an dieser blöden Fragerei. Gut, das ist natürlich unsere Schuld, das gebe ich zu. Wir hätten das mit den Fragen lassen sollen. Ja, einfach öfter mitmachen, das, man, mit der Zeit hast du es drauf. Ja, naja. Da bin ich wieder dran. Ich bin vorhin gefragt worden, das ist das siebte Mal. Ich will Unix Tools 500. Unix für 500. Unix Tool? Ist auch nicht sehr schwierig, glaube ich. Dieses Programm kann rechnen, aber Juliane. Ich bin mir nicht sicher, welches Mal, was ist BC? Was ist DC, der Desk Calculator, richtig? Hat BC gesagt. Ja, ich hat BC gesagt. Ja, ich gebe zu, ich habe BC gesagt. Hätte mich fast gefoolt. Er hat BC gesagt, natürlich leider falsch. Kriege ich irgendwas wegen Punkte für die Ehrlichkeit, weil ich habe wirklich BC gesagt. Ich hätte jetzt... Lieber einen Aufkleber kriegst du. Ja, okay, ist in Ordnung. Wie kann man denn da BC sagen? Ja, weil ich das nicht, weil mir das immer obskur war. Wenn ich was rechnen will, ich gebe es ja zu, ich rufe einfach Python auf. Da hast du einen A-Cup-Aufkleber. Aber nicht, weil ich, nicht, weil ich darin programmiere, nur weil das man echt einfach von der Kommandozeile machen kann. Negativ, aber 50 für die Fairness. Ja, sehr schön. Und auch wir brauchen den Zufall. Ja, überfordert doch die NSA nicht so, Juliane. Eine 4. Der Zufall sagt, eine 4, es darf ja, Marv weitermachen. Dann wieso? Nee, bin ich nicht die 4 gewesen? Ach, nee. Es war falsch. Du bist nicht die 4, nein. Nee, das ist richtig. Okay. Likes für? 300. Likes für 300 möchte er. Pilot. Upvote. Was sind Upvotes? Was sind Upvotes? Richtig. Ja. Upvote. Ja, okay. Oh, Iggy, das war... Facebook oder sowas, das kenne ich wenigstens. Er wollte 300, du hast ihm 400 gegeben, das gibt negative Punkte. Ja, dann nehmen wir die 300, dann nehme ich die 300. Aber er nimmt jetzt die 300, das ist wieder gut. Ah. Oh. Alles. Ja. Alles. Alles. Ich hab so Angst. Auf GitHub markiert man damit tolle Projekte. Achso, du musst die antworten. Du musst nicht drücken. Achso, ich muss nicht drücken. Aber was ist, wenn man die immer nur fragt? Was sind Sterne? Was sind Stars? Man start auf GitHub. Richtig. Ja. Was sind Stars? Ja, mach mal die Likes fertig. 500 Like. Esco, du musst dranbleiben, ne? Der hat dich überholt hier. Ja. Ich bin auch der Beste. In diesem schwulen Netzwerk kann man sich Fuß tapsen.
Juliane. Ich habe da keine Ahnung davon, aber ich, warte mal, wie heißt dieses eine denn? Was ist Grinder? Was ist? Grinder oder so? Was? Grinder? Ja, nee, ist es dann nicht wohl. Dann, Grinder? Egal, da habe ich jetzt Minus, ist auch egal. Das kenne nicht mal ich. Ich wollte einfach nur mal raten, ne? Das ist ein lieber Versuch. Ja, ich bin ja auch nicht schwul, deswegen habe ich keine Ahnung davon. Aber, Rinder? Kennt das jemand? Ist es jedenfalls nicht. Nee, oder so. Das soll wohl nicht. Ich las davon, das sei wohl ganz fürchterlich da. Also so quasi so ganz schnell zum Sex verabreden und so. Ich meine, wer drauf steht, aber. Zum Sex verabreden? Ja, ja. Also, ja, pfui. Mit Fußtapsen. Ja, was denn? Heutzutage wird so tolerant. Man gibt doch viel. Nein, also das war so, falsch. Was haben wir denn noch? Ja, macht ja nichts. Will noch jemand? Oh, da drückt Marv. Was kann man auf Gay Romeo tun? Das ist ja völlig richtig. Wir wollten jetzt hier keinen zum Outing zwingen, aber Plausible Deniability, das stand auf Wikipedia, oder? Das ist die einzige Seite dafür, die ich kenne, und es war zum Glück richtig. Ja, ja, ist auch die einzige, die ich kenne, richtig, ja. Sehr gut, natürlich. Aber schick mir mal ein paar Fußtapsen nachher, ne? Was auch immer, aber wir machen mal lieber geheim weiter für volle 500. Genau, machen wir geheim weiter. Wörtlich das Institut. Also das ist nicht genau Bestandteil des Wortes. Juliane, probiert es mit. Ja, ich meine, ich hätte das mal irgendwie in einem Roman gelesen, aber was ist die NSA? Nein, die NSA ist nicht wörtlich, die ist eine Abkürzung. Die steht für National Security Agency. Wie soll die wörtlich sein? No such agency. Oder für No such agency, stimmt nicht. Herr Alexander, sorry. Obwohl, das ist nicht das geheim. Das war falsch. Nee, ich hab nochmal gedrückt, aber. Nee, hat nochmal gedrückt, ja? Und? Aber nee, das ist ja nicht geheim, sonst hätte ich jetzt gesagt, was ist das NIST? Aber, Was ist das NIST? Nein! Das NIST ist natürlich ein Institut. Das ja, ist ein Institut. Aber ja, wobei vielleicht, nachdem, was wir heute von Rüdi gehört haben, vielleicht sollten sie sich besser verstecken und geheim, weil also das ja, ja, ist das ja wohl am besten. Also, die sollten unter einen Stein kriechen. Du bist im völlig falschen Land unterwegs. Genau. Ja, ist jetzt zweimal falsch. Will noch jemand irgendwie negative Punkte drücken? Ja, vielleicht fällt mir noch was Positives rein. Also. Ist ja nur die 500, wie sollen denn erst die anderen werden? Und ist geheim. Was könnten das sein? Das ist Habt ihr einen tollen Tipp oder sowas? Wer weiß das denn? Und es ist? Es ist da hinten der Mossad. Man kann das auf Wikipedia übrigens auch Audio abspielen lassen, das klingt ganz toll. Wir brauchen Zufall. Der Zufall hat eine 1. Woher wusstet ihr das? Ich bin verwirrt. Ich zweifle an der Qualität des Zufallszahlengenerators. Ist Rüdiger noch da? Moment, das wissen wir doch gar nicht. Das lässt sich alle statistisch beweisen, dass auch solche Folgen auf jeden Fall irgendwann vorkommen. Das kann immer vorkommen. Also insofern, solange wir das jetzt nicht 1 Million weitere Male machen, nee, das ist nicht manipuliert. Definitiv. Also du bist dran, Q. Was? Ach so, tatsächlich. Ach ja, gut, so viel Auswahl ist ja nicht. Dann nehmen wir doch mal geheim 100, vielleicht fällt mir das auch noch ein. Für 100. Diese Agentur will 90% der Sys-Admins entlassen. Also neuerdings. Juliane. Was ist die NASA? Nein. Das war vielleicht. Ja, ich lese immer so viel Krempel dann den ganzen Tag das und irgendwie. War ein bisschen dann, ist es, aber ich glaube, es war tatsächlich jetzt. Was ist die NSA, oder? Was jetzt? Also, oder es wäre, ist zu spät, aber ist es, das, oder? Wir müssen das klarstellen: die NASA will 90 Mitarbeiter auf den Mond schießen. Ja, ja, okay. Das ist aber etwas völlig anderes. Ja, aber was ist die NSA, ja, oder? Es war nur ein Buchstabe zu viel. Quatsch dich nicht. Wir machen die Buzzer wieder auf und alle können mitbuzzern, wenn es wieder offen ist. Jetzt, Marv hat gedrückt. Ja, was ist die NSA? Was ist die NSA, richtig? Ich gebe zu meiner Entschuldigung an, ich habe seit gestern nicht geschlafen. Wir machen mit 200 weiter, bitte. Das stimmt natürlich, das ist korrekt, das wurde heute angemerkt. Weißt du, wer war das denn? Irgendjemand hat das tatsächlich gesagt, das sei die NASA. Aber da ist Q also nicht in schlechter Gesellschaft, also ja, seid also nicht ich, zu böse mit ach, ihm. Ich vergesse das einfach. Ist ja auch noch nicht geheim. Wir sind immer noch bei geheim. Sind wir fast weiter ja. Macht Marv, genau. Ist da noch ein Jeopardy irgendwo? Wie gesagt, die 200, bitte. Die 200. Dieses Regierungskommunikationshauptquartier schnorchelt. Juliane. Was ist die GHCCQ? Nein, probier noch mal. Ist das so richtig die Reihenfolge? Was sind die Briten halt, der britische Geheimdienst? Ja. Also einer der britischen Geheimdienste. Ganz genau. Was sind die Briten? Doch, was sind die Briten, ist eine Frage.
Ja. Und die Antwort ist, glaube ich, alle völlig verrückt oder so. Definitiv. Aber genau, also war nah dran. Also wenn du GCHQ. Ja, die Buchstaben waren doch alle richtig, oder? Die Buchstaben, du hast GHCQ gesagt. Das wäre das Government Head Communication. Egal. Ja, wir lassen das mal gelten, denke ich. Wir sollten das durchgehen. Da blickt doch eh keiner mehr durch bei diesen Läden. Also nein, da blickt in der Tat keiner mehr durch, wer jetzt wo alles schnorchelt. Und ich meine, vielleicht so Tarnung haben wir noch einmal getauscht. Es bleibt noch eine und Q ist dran. Und ja, dann nehmen wir doch die, ne, also. Oh, er tarnte sich als Gesellschaft für technische Sonderlösungen. Oh, das habe ich auch mal gelesen, aber. Wo hast du denn sowas gelesen? Das ist geheim, das darfst du nicht lesen. Ach, das steht alles in Wikipedia. Burn after reading. Burn before reading. Ja, das hat er wohl gemacht. Kann man davon abraten? Also ich sag mal so, das klingt ja eher deutsch. Ja, ja. Ach komm, scheiß drauf. Was ist die Stasi? Ist die Stasi ein Eher? Was ist der Bundesnachrichtendienst? Das wäre wohl richtig gewesen, ja. Ja, dann mach hier dann. Nein, das kriege ich jetzt noch mehr noch kaputt. Nein, das war leider falsch. Du hattest so den Minuspunkte-Rekord haben. Also, wieso? Also, denn, ja, weil wenn du was jetzt wieder freigibst, dann kann ich den Knopf neu kaputt schlagen. Also, dann nee, wir haben es jetzt schon aufgelöst. Kann ich die Punkte nochmal aus. Nee. Was wolltest du fragen, Juliane? Ja, jetzt eigentlich müsste ich jetzt aus Prinzip was anderes fragen, aber was ist der Bundesnachrichtendienst? Was ist der Bundesnachrichtendienst? Ist natürlich richtig. Wir haben ein Ergebnis und Milo und Esko konnten es nicht mehr untereinander ausmachen. Wir bitten also Milo, sich fürs Finale bereitzuhalten. Das kommt nachher. Esko bekommt. Esko und Marv können sich hier wieder zwischen Challenge Coin und zuerst darf natürlich Esko. Hättest du gerne Challenge Coin? Du kriegst Aufkleber. Esko. Also dann nehme ich natürlich was zum Löten. Was zum Löten und dann bleibt hier der Milliways Challenge Coin. Er wollte ihn sogar. Perfekt, hätte auch Zweiter werden können. Egal. Also, Juliane, danke für das Wiederaufleben lassen der guten alten Zeit. Nee, also, ja, danke für, wie gesagt, was sind es dann jetzt, 13 Jahre oder was, 2000 für Jeopardy. Also ich habe 7 Mal mitgemacht und das ist also danke. Jetzt flüchten alle vor unserer letzten Kategorie. Das ist natürlich schlimm, die sollte nicht so abschreckend sein. Wir versuchen das mal aufzuklären, um was es hier geht. Wir haben Ports. Ich weiß nicht, wer vergangene Hacker Jeopardies gesehen hat. Ports, da geht es um Ports, also ETC Services und ähnliches Gedöns. Mal wieder umständlich aufgestellt. Redner sind Menschen, die schlaue Dinge gesagt haben. Oder auch weniger schlaue. Oder auch weniger schlaue Dinge. Bei Wikis geht es um dieses Zeug, wo alle mitmachen können. Ganz schlimmes Dings. Spacecraft ist eine Bilderkategorie mit, ich glaube, Raumschiffen, könnte man sagen. Und BTC, da geht es um diese komische Währung, die eigentlich keine Relevanz hat, keinen realen Wert in der aktuellen Welt. Ist auch keine Währung. Also um Bitcoins. Ist auch keine Währung, stimmt, wurde festgestellt, ist keine Währung. Also welcher raumfahrende Bitcoin-Profi, der in Wikis redet, wäre für diese Kategorien bereit? Haben wir hier, da springt der Händler auf die Bühne. Dort hält jemand seine Füße hoch. Würde er den bitte nehmen? Was, der seine Füße hochhält? Es hält jemand seine Füße hoch? Ich finde Füße hochhalten nicht schlecht. Ja, Füße hoch finde ich gut. Füße hoch darf mitspielen. Haben wir denn irgendeinen unserer ehemaligen Sieger da? Juliane hat sich getraut. Nein, Jeopardy, der Jeopardy gewonnen hat. Ein Hacker Jeopardy gewonnen hat. Keine Runde, das gesamte Jeopardy. So, Da drüben waren wir noch nicht. Was sagt? Überlege, ob ich Leute finde, die so aussehen, ob sie das lösen könnten und gegen Füße eine Chance haben. Ganz da hinten in der Mitte ist ein schöner Platz. Ich nehme mal ganz da hinten in der Mitte. Ja, du. Und noch keiner der weiteren. Hat niemand Fefe hergeschleppt? Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Ich hoffe, die Horde, die vorne rausgelaufen ist. Aber einen weiteren können wir auch ohne Fefe. Willst du auf die Bühne kommen? Nein.
Zack, willst du mal vorlaufen und mal gucken, ob da hinten noch Leute sind, die wir nicht kennen, die kompetent aussehen, die wissen, als ob sie sich mit Ports auskennen? Ich glaube, mit den Ports kennst du. Also ihr da hinten, ihr müsst näher kommen, damit ich, sonst sehe ich euch nicht. Du kommst näher, aber dich kenne ich doch. Kann nicht sein, ich bin das erste Mal hier. Aha, das sagt jeder. Ja, dann ist gut, glaube ich dir das. Ja, genau, der YouTube-Rückkanal, den haben wir benutzt. Ja, ja, ja. Hat noch immer keiner Fefe hergeholt. Gut, wer würde statt Fefe den Fefe spielen in dieser Runde? Das ist jemand Langhaariges. Langhaarig finde ich sympathisch, ja. Ja, 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 dann langhaarig, bitte. Also wir gehen ja nicht nach Äußerlichkeiten, aber was? Ist da ein Fefe? Nein. Ich sehe keinen echten Fefe. Hm, guter Versuch, aber das war die falsche Font. Ja, 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 ja. Du bist jetzt der Fefe für diese Runde. Okay, wir haben wieder vier mutige Kandidaten. Ihr kennt das Spiel. Einmal auf den Button hauen, bitte. Genau, wir lassen bei der 4 anfangen, oder ist egal. Die 3. Sprich deinen Namen. Nee, nur einer auf den Button hauen und dann deinen die Namen. Die 3 ist dran. Sprechen. Johannes. Johannes ist auf der 3. Wie immer du magst. Der nächste. Den Namen kennen wir schon. Fefe? Ja, in Klammern. In Klammern? Nein, Fefe in Klammern Torge. Ey. Fefe. Noch Fefe in Klammern Korge ist okay. Doch, doch. Alex. Mach mal in Klammern Torge noch dazu. Wir können ja mehrere Fefes haben. Rübe. Ja, richtig. Sehr schön. Sehr doch. Nein! Hau noch mal auf deinen Button. Ich mag aus Fake für das ist gut, ja. THORGE. Ja, yeah, super. Gut, dann können wir jetzt anfangen. Das tun wir wieder mit einem Zufall. Der Zufall, ja. Der Zufall hat hier die 2 ausgespuckt. Das wäre Alex. Ich würde gerne mal ein neues Feature 300. Ein neues Feature? Ja. Drück mal auf Groß R. Ich kann auch Zufall. Aber ja. Aber ist das auch von der Regierung geprüfter Code, der auf S-Rand basiert? Ich glaube nicht. Also doch, bitte doch. Die 2 macht weiter. Die 2 darf anfangen, sich die erste Kategorie aussuchen. Alex. Also nochmal Spacecraft 300. Spacecraft für 300 gleich. Mitten rein ein Bild, eine Frage möchten wir. Fefe, Torge. Das ist die Firefly. Das ist keine Frage. Ich glaube, er hat gefragt, das ist die Firefly. Ja, das ist die Firefly, genau. Es musste als Frage formuliert sein. Ja, nennt sich dieses Raumschiff Firefly? Oder ist dieses Raumschiff ein Raumschiff der Firefly-Klasse? Nennt sich dieses Raumschiff Firefly? Wollen wir nennt sich dieses Raumschiff ja, Firefly gelten lassen? Und es ist ja auch noch falsch, ja! So heißt ja die Serie. Das nennt sich nicht Firefly, richtig, ja. Also wir machen das als falsch und machen nochmal auf. Frage und richtiger Raumschiffname wären schön. Also es war nicht so völlig falsch, aber er hat immer fälscher gemacht. Das ist doch die Firefly-Klasse, oder nicht? Die Klasse, ja. Es aber ist ein Raumschiff der Firefly-Klasse, ja. Aber, das aber hast wenn du gesagt. Schon fragst, nennt es sich? Es nennt sich anders. Und das Publikum war offenbar dieser Meinung. Ich habe diese Buhrufe gehört. Es drückt, Johannes. Wie sieht ein Raumschiff der Firefly-Klasse aus? Ja, das ist natürlich richtig. For the record, Serenity. Genau, dieses konkrete heißt Serenity, aber er hat das Spiel begriffen und erfolgreich zu seinen Gunsten ausgenutzt. Du darfst weitermachen. Ich nehme Spacecraft 400. Aber erst wieder vorsagen lassen, oder? Der Trick ist nicht schlecht. Oh, da drückt Fefe. Wie sieht ein schwerer Schlachtkreuzer aus dem Film Starship Troopers aus? Absolut ja. Richtig, der Film Starship Troopers. Weißt du auch noch, wie es heißt? Nein, offenbar nicht, sonst hätte er nicht so gefragt. Der schöne Werbefilm, lasst uns alle zur Sternenflotte gehen. Moment, ich erinnere mich, wie diese Frau völlig enthusiastisch den Namen des Schiffes nennt, aber...
Die Bonuspunkte werden, glaube ich, sonst such dir einfach eine andere Kategorie aus. Ja, such dir eine neue aus, wo du... Du darfst weitermachen. Dann nehme ich einfach Spacecraft 500 vielleicht. Also dieses eine Kategorie durchspielen bürgert sich hier ein. Wir brauchen ein Feature dagegen. Fefe. Wie sieht ein Thai-Bomber aus? Nein. Das ist kein Bomber. Doch, das ist ein Thai-Bomber. Das ist ein Thai-Shuttle. Aber ich würde sagen, also... Ich würde sagen, er hat nicht Thai Fighter gesagt und ist damit nicht auf den öffentlichen Fall reingefallen. Der Unterschied zwischen Bomber und Shuttle ist in der Auflösung echt schlecht zu erkennen. Also würden wir das gelten lassen? Ja. Wir wollten eigentlich nur dem vorschnellen, was ist ein Thai Fighter, vorbeugen. Also, das ist richtig, du darfst weitermachen. Dann wähle ich die Kategorie Ports 100. Okay. Ich würde, das musst du noch erklären. Ja, Fefe, wir möchten in den Dienst natürlich. Port 22. Nein. Das war falsch. Und wir hätten gerne den Service nach. Und wir würden schon gerne wissen, was da für ein Dienst läuft. Alex darf. Was ist 23? Und der Dienst? Was ist Telnet? Was ist Telnet? Ja, richtig. Telnet. Oder auf welchem Port liegt Telnet oder so ähnlich? Ja. Also wir können auch bei den anderen dann den Service-Namen haben und nicht die Nummer. Genau, also wir hätten schon in der Frage den Namen drin, weil rechnen können eigentlich alle hier. So, hoffe ich jedenfalls. Wikis 400. Er nimmt die Wikis für 400. Es bedeutet schnell auf Hawaiianisch, Alex. Was ist Wiki? Wiki ja. Oder Wiki-Wiki, sehr schnell. Weiter schnell Wiki-Wiki. Was ist Wiki? Er hat gefragt, was ist Wiki? Kann man schon... Wikis für 200. Für 200. Alex? Was ist Wikileaks? Was ist Wikileaks? Richtig. Ja. Zugegebenermaßen nicht mehr wirklich ein Wiki, aber... Dann Wikis für 100. Für... Spenden! Spenden, Spenden, bitte Spenden. Fefe? Moment, erst ein Aufruf, bitte spenden. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, wir müssten alle spenden. So, jetzt darfst du. Was ist ein besonderes Feature der Wikipedia? Also die Spendenfunktion. Wir wollten das Wiki-System dahinter. Okay, das größte... Ach. Benutzt dieses Was benutzt Wikimedia? Wikimedia... Ja, doch, Media Wiki. Eine schwere Geburt. Wollen wir das als neutral oder als richtig werten? Was ist Wikimedia? Media Wiki. No. Was ist Media Wiki, wollten wir eigentlich Media hören? Wiki, ja. Mann, wenn ich in der ersten Runde dran gekommen wäre, hätte ich nicht so viel Bier getrunken. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Das gerade. Ist natürlich unsere Schuld. Das gebe ich zu. Wir lassen das gelten. Aber auch nur... Nur weil du es bist, Fefe. Oh. Also, Dankeschön, Dankeschön. Weitermachen. Rübe, du kannst auch mitspielen. Genau, Rübe darf auch mitspielen, richtig? Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, mein Fehler. Ich wähle übrigens mal diese völlig vernachlässigte Kategorie BTC. Und ja. 300. Gleich mitten rein. Double Jeopardy. Bevor ich jetzt setze, kannst du mir nochmal erklären, was das war, BTC? BTC war Bitcoins. Ach das. Da hast du doch noch tausend. Ja, alles. Alles. Ersetzt sein gesamtes Wallet. Alle 10.000 Bitcoins. Ja. Dies kaufte Laszlo Hengitsch für 10.000 Bitcoin. Und das war ein Schnäppchen, sag ich mal. Wieso steht das kaufte in Anführungszeichen? Na, weil es ja kein Kauf war, weil das kein Geld ist, Zack. Er hat es getauscht. Um nicht zu sagen, ins Internet gepostet. Weiß es jemand aus dem Publikum vielleicht? Das bestimmt. Das wissen viele, ja. Ich würde gerne dieses Cold Reading anwenden, aber die Leute sind alle zu weit weg, deswegen... Nein, also Hinweise sind leider... Was ist eine Insel? Was ist eine Insel? Ja, heute könnte man dafür eine Insel kaufen. Er hat das leider vor ein paar Jahren gemacht, ich glaube im Jahr 2010 oder so. Ah, shit.
Und da hat man da noch keine Inseln für gekriegt. Das ist jetzt frei für alle. Wir geben es gleich frei für alle. Alle Hände an die Buzzer. Und jetzt dürfen alle buzzern. Zack hat gesagt, das wissen alle. Ich habe gesagt, das wissen mehr als die nächste Frage. Ah, okay. Das ist natürlich eine deutliche Einschränkung, das stimmt. Was könnte man denn für so einen Schnäppchenpreis erwerben? Also 10.000 Bitcoin hat das jemand im Kopf, 500 Euro. Das sind Johannes. Wie wurde eine Pizza gekauft? Genau, eine Pizza, richtig. Er hat das, erstens waren es zwei Pizzen, das stimmt natürlich. Oh. Und ja. Such dir eine neue. Aber ich glaube, du darfst weitermachen. Antwort? Nehme Redner für 300. Ja. Für 300. Dass die Würde eines Kindes, die Unverletzlichkeit eines Kindes, ein höheres Gut ist als die Frage nach Massenkommunikation. Also da stimmen wir auf jeden Fall alle zu. Das ist ja wohl klar. Wer hat das gesagt? Denk doch an die Kinder. Was sagte Ursula von der Leyen? Was sagte Zensursula? Richtig. Du darfst weitermachen. Ich probiere Redner für 200. Für 200. Sicherheit ist ein super Grundrecht. Fefe. Was sagte Herr Friedrich? Was sagte Herr Friedrich? Richtig. Und wer stimmt ihm nicht zu? Also das Grundgesetz, aber abgesehen von dem alle. Du darfst weitermachen. Sehr gut, dann wähle ich Spacecraft 200. Das ist eine sehr komplexe technische Zeichnung. Von der Ray sagte, sie sei total einfach. Ja, man kann genau erkennen, worum es geht. Das ist unten in der Ecke eingemalt. Das ist eine Slip-Einlage. Das hier ist kein Rohrschachttest, das ist Hacker Jeopardy. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich gebe zu, dass man von eurem Platz aus nicht so genau erkennen kann, aber die Ecke links unten ist durchaus ein Hinweis. Also die gesamte Seite kommt aus einem... Alex? Was ist Golden Heart? Was ist Golden Heart? Das war jetzt aus dem Bild gefolgert, oder? Ja, das ist sehr nah dran, aber leider falsch. Wie heißt dieses Raumschiff? Also jetzt hat er es aber fast schon verraten. Jetzt müssten es doch alle wissen. Ja, Alex? Was ist Heart of Gold? Was ist die Heart of Gold? Richtig. Dann darfst du dir auch die nächste Kategorie aussuchen. Ja, dann Spacecraft für 100. Mal die etwas einfacheren probieren. Alex! Das ist die USS Enterprise, NCC 1701. Richtig! So. Ich glaube, für die korrekte Typbezeichnung wollen wir Bonuspunkte geben, oder? Ja, Bonus. Wir lassen uns dann nicht lumpen. Er hat genug verloren vorhin. So, du darfst auch weitermachen. Wikis für 300. Das ist so ein schönes Loch. Genau, das mögen wir gar nicht. Fefe, du müsstest das ja wissen, Fefe. Ja. Was ist die Wikipedia? Ja. Nein, falsch ist das nicht. Es ist unpräzise. Wobei mir schon jemand sagte, das sei eine Lokalwahrnehmung. In welcher großen Online-Enzyklopädie gibt es, finden diese Dinge statt? Nein, wir wollten die deutsche Wikipedia, die besonders schlimm ist an dieser Stelle, aber ja, also wir lassen das gelten, die Wikipedia. Ich bin aus Deutschland, ich meinte die deutsche. Ja, aber es gibt, also ich will dich nicht erschrecken, aber es gibt, also die gibt es auch in anderen Ländern. Ach so, ich dachte, das wäre nur die Übersetzung der deutschen Wikipedia. Ja. Also mach weiter, ehe es ein Sechser wird. Gut, dann hätte ich gerne Redner für 500. Die Redner für 500, die sind natürlich schwierig. Und sie sind Double Jeopardy. Du hast momentan Afrika Sega nicht. Wie viele Punkte alles, hat er? Alles. Er setzt alles. Für alles müssten wir fast das komplette Zitat raussuchen. Also es wäre schlimm. Das ist der nette Herr Uhl. Was ist der nette Herr Uhl? Oder was hat der nette Herr Uhl gesagt vor dem Bundestag? Richtig. Und ich bitte euch, das alle zu verinnerlichen, ja? Das wird nicht von den Chaoten aus dem Computerclub regiert, sondern von Sicherheitsbeamten. Das
hat der Uhl richtig erkannt. Irgendwie ist auf dem Board so wenig rot. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Rede halten, und zwar für alle Leute, die hier vorne sitzen und immer mit Antworten rausgeschossen kommen. Das ist nicht, weil die Leute dumm sind, sondern weil sie sich einer Antwort sehr sicher sind und sofort und vergessen, eine Frage zu stellen. Ja. Oh. Eine Runde Mitleid. Aber du darfst weitermachen. Und Redner 100. Und du solltest was nehmen, was Rübe auch weiß, der Fairness wegen, ne? Ja. Okay, das weiß Rübe auch, haben wir gesagt. Also 100. Das Internet. Alex war schneller. Aber Rübe wusste es. Er hat gedrückt. Wer ist Angela Merkel? Wer ist Angela Merkel? Wer ist. Genau, genau. Wer ist Angela Merkel? Das heißt was? Du willst unsere liebe Kanzlerin also auf diesen einen Satz reduzieren. Also, das steht in meiner E-Mail-Signatur. Ja, ich befürchte, das müssen wir gelten lassen, ne? Du darfst weitermachen. Ports für 200. Ports. NTP minus HTTP plus 400. Alex. Was ist HTTPS? Was ist HTTPS? Ja. Richtig. Das ging ja flott. Ports für 300. Für 300. Ports für 300, es wird nicht leichter. IMAP minus NTP. Alex? Was ist Port 20 FTP? Genauer? Active. FTP ja, Active? Nee, nein, es gibt da zwei. Es gibt den Kommandoport beim Datenaufbau und den anderen. Genau. Also fragst du jetzt? Was ist FTP? Was ist der andere Port bei FTP, wäre dann logisch gewesen. Da versucht man schon zu helfen. Also die Bonuspunkte gibt es dafür nicht, aber natürlich ist 20 FTP Data korrekt. Dann Ports für 400. Rübe näher an den Buzzer. Das ist sicher ganz leicht. SSH OR Telnet. Also Binary OR. Wir hätten gerne ein Binary OR. Und warum das jetzt so lang dauert, erschließt sich mir allerdings nicht. Moment, vorhin war Iggy auch schneller als du. Alex. Was ist Telnet? Was ist Telnet? Selbstverständlich. SSH OR Telnet, ja, logisch. Telnet. Wer würde bei der Entscheidung zögern? Denn nur mit Telnet können wir die Terroristen bekämpfen und alles abhören. Dann Ports für 500. Der letzte Port. POP3S minus IMAPS plus FTP. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Wobei es schwieriger ist, als ich erst dachte. Also POP3S und IMAPS sind nicht sehr weit auseinander. Aber sie folgen auch nicht direkt aufeinander. Da bleibt nicht so viel übrig. FTP der normale, nicht Data, nicht der andere. Dann stände da der andere FTP. Also in der ETC Services heißt der eine FTP. Ja, Alex? Was ist Port 80 HTTP? Nein. Das war jetzt immer geraten, oder? Nee, das waren oft bei irgendwas. Oft bei Many war das, ja. Die Frage ist noch offen. Oft bei ungefähr 60. Oft bei 60? Ja, grob. Nein, nicht bei 60. Ungefähr, ja, ja. Nein, ich glaube, das will keiner mehr beantworten. Das wäre sowas wie 995 minus 993, also 2 plus FTP, wäre also 23 und schon wieder Telnet. War doch nicht so schwierig, oder? Wir brauchen Zufall, Herr Alexander. Haben Sie schon was Neues berechnet? Oh, Kies sagt, er hat vergessen, was der letzte Seed war. Was war das denn? 2? Okay, 2. 3 ist der neue Zufall. Johannes? Johannes, du bist dran und darfst dir was aussuchen. Redner für 400. Der letzte Redner. Wer ist kein schlechterer Mensch, nur weil er mehr Wert auf den Schutz vor Verbrechen legt, als auf das Grundgesetz? Also das Grundgesetz ist ja wohl nicht moralisch hochwertiger als Verbrechen.
Also das da steht kann man aber Verbrecher. Also ja, der Schutz vor Verbrechern. Was war der denn damals? Wahrscheinlich Innenminister, oder? Kann ich mir zeitlich nicht genau einsortieren. Ihr wisst schon, dass die arme NSA, wenn ihr jetzt nicht antwortet, schon wieder Zufall berechnen muss. Mit den elliptischen Kurven und dem ganzen komplizierten Zeug. Nun gut, dann befragen wir mal. Wer weiß das hier alles? Das Publikum sagt... Halt. Ich muss raten, aber ich tippe mal auf de Maizière. Auf wen? De Maizière. Er rät auf de Maizière, das ist keine Frage, es ist der falsche Politiker und es ist falsch. Ja. Und es war... Schäuble hat das gesagt und er hatte natürlich recht. Wir machen weiter mit, haben dem die schon? Zufall. Ja genau, ich muss gucken gehen, die rechnen und rechnen noch. Da ist irgendwie Leck in der Leitung, das hört jemand ab, scheint mir. Vier ist rausgekommen, das heißt, das wäre Fefe. Fefe darf weitermachen. Ja, Fefe, da die Telnet-Frage nicht beantworten konnte. Ich wähle BTC 100. BTC. Bitcoin für 100. Kein Berg. Ursprünglich nach einem Sammelkartenspiel benannt. Johannes. Mount Gox? Das war keine Frage. Was ist Mount Gox? Also du kannst es noch retten, wenn du uns sagst, was die Abkürzung vorher war. Nee, kann ich nicht. Nee, da müssen wir leider, war keine Frage, falsch werden. Aber wir machen nicht mehr auf, weil war ja schon beantwortet. Da war schon wieder Zufall. Das war Magic the Gathering Online Exchange, MTGOX. Ja, wir brauchen wieder Zufall. Hatte ich schon die 1 ist rausgekommen. Die schauen auf meinen Bildschirm. Habt ihr hier Tempest-Geräte oder sowas? 1, das wäre Rübe darf. Oh, Rübe, du kannst dir ein Double Jeopardy suchen und instantan reich werden. Dann nehmen wir mal Wikis für 500. Er nimmt Wikis für 500. Der Reiseführer unter den Schwesterprojekten der Wikipedia. Fefe. Was ist Wikitravel? So heißt das, glaube ich, nicht. Nee. Sagen alle. Könnt ihr einen Alias-Namen geben, der dahin redirectet und dabei alles absnimmt? Was ist Per Anhalter durch die Galaxis? Also ich sag mal, wegen der Kreativität geben wir keine Minuspunkte, aber hast du schon mal deinen Anhalter aufgeschlagen und wurdest um Spenden gebeten? Also ich nicht. Nein, das war leider falsch, aber mach's zu null irgendwie. Und noch ein Versuch, Wikitravel war nicht so weit weg, aber halt falsch. Nein, wer weiß das? Alle reinschreien. Wiki Voyage, richtig. Heißt es wirklich Wiki Voyage? Es könnte auch Wiki Voyage heißen. Aber ich meine, Wiki Travel existiert doch auch. Hieß das einfach vorher anders, oder? Oh, das müssen wir am Schluss dann mit dem Notar klären lassen. Aber, ach so, Zufall. 2. Es macht weiter Alex. Bitcoin für 200. Die Bitcoin für 200. Diese Straße im Darknet. Fefe. Was passierte mit Silk Road? Was mit Silk Road? Wurde zugemacht, ist jetzt aber aufgebaut unten im Hack Center oder so ähnlich. Aber ich bin nicht sicher, wurde auf der Silk Road echt mit Mate gehandelt? Ganz schön übel, oder? Also weiter mit, du darfst dir aussuchen. Ich wähle Bitcoin 400. Ja, 400. Ganz ohne FBI machte sich dieser Marktplatz auf und davon. Also ich glaube, er hat behauptet, das ganze Geld wurde geklaut. Ich habe mir die gar nicht gekrallt, die 50.000 Bitcoins. Und wie viele waren es? 40.000, glaube ich. 40.000, ja. Also ich sag mal, ein gutes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Weiß keiner? Weiß es, dass... Oh, da versucht Schäfer es. Was ist Farmers Market? Farmers Market? Da hat dir jemand versucht einzusagen, aber das war nicht so erfolgreich, oder? Nicht? Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht... Ja, ich muss ja irgendwie zusehen, wie ich mehr Punkte bekomme als der
Ja, aber falsche Punkte, alles. Falsche Antworten helfen dabei nicht. Das hätten wir vielleicht in den Regeln vorher nochmal ja, klar machen sollen. Keine Antworten helfen auch nicht. Das, das Problem. Ist natürlich wahr. Ja, ja, das ist ein Dilemma quasi. Ja. Nein, es war der Sheep Marketplace, richtig. Nein, nicht Place. Ich dachte schon Sheep Marketplace. Aber egal, das hat eh keiner geantwortet. Wie kann man denn so einer Plattform nicht trauen, wenn die schon so seriös heißt? Ist mir ein Rätsel. Ja, wir müssen die letzte aufmachen. Ist die ein Double Jeopardy? Nein, 21 Millionen, Fefe. Eine Frage bitte. Nicht, dass ich unterbrechen möchte, aber... Wie viele Bitcoins, Dollar wurden auf Silk Road umgesetzt? Das ist fast richtig, aber leider nicht ganz. Falsch, also absolut falsch, wie wer anders Johannes möchte. Wie viele Bitcoins gibt es theoretisch maximal? Richtig, das ist die maximal mögliche Zahl der erzeugbaren Bitcoins. Und damit hat Johannes sich noch versucht, hochzukatapultieren. Alex kann direkt auf der Bühne bleiben. Und wir bitten unsere Vorrundensieger dabei und natürlich Fefe und Johannes noch für die Preise hierher. Danke fürs Mitspielen. Unser letzter toller Blinken-Area-Bastelsatz und wer hatte mehr Punkte? Ich hatte mehr Punkte. Du hattest mehr Punkte. Du nimmst den Blinken und du kriegst den Milliways-Challenge-Coin. Der ist einfach schön. Ja, danke fürs Mitmachen. Unsere Finalisten sind da. Und jetzt brauchen wir unser Finalgewinner des letzten Jahres. Alu-Burka. Wo ist Alu-Burka? Alu-Burka. Es wurde eigentlich zugesagt. Darf ich schnell was sagen? Ja, du darfst was sagen. Wo wir gerade bei Wikivoyage waren, ich möchte schöne Grüße an meinen alten Physiklehrer, den Hans Musil, sagen, der da Admin war und letztens in San Francisco bei der Wikimedia Foundation die Datenbank portiert hat. Und Wikitravel ist böse. Oh, Alu Burka! Also, your challenge, should you change to accept it, is Alu-Burka schlagen. Dann sparen wir das Spiel mit den Knöpfen und den Namen nochmal. Die Kategorien, ich erkläre noch, während. Also machen wir erstmal das Spiel mit den Namen, ja. Oh, danke, Nibbler. Es soll sehr warm sein unter der Alu-Burka, die ganzen Erdstrahlen und das alles. Okay. Aufmerksamkeit für alle Kandidaten. Ich erkläre die Kategorien kurz. Bei Krypto geht es um Krypto. Bei Publikationen geht es um Publikationen. Und wir möchten im Prinzip wissen, wessen Publikation das war. Bonuspunkte, was für eine Publikation. Bei Codes geht es um, das ist eine Bilderkategorie. Da werden verschiedene Arten von grafischen Codes dargestellt. Wir möchten wissen, wie sie heißen. Unix-Hacker fragt nach Menschen, die mit Unix zu tun haben, hatten, wie auch immer. Und Bauteile ist eine total hässliche Kategorie, die furchtbar ist. Da werden Bezeichnungen genannt und wir möchten eigentlich nur wissen, was für eine Art von Bauteil, nicht zwingend was exakt für einen Wert oder ähnliches es hat. Kann man natürlich fragen, uns reicht aber im Prinzip der Typ des elektronischen Bauteils. Also wenn da 10 Henry steht, würden wir wissen, was ist eine Spule, so als Beispiel. Wir brauchen Zufall. Hast du schon geschaut, was der Zufall sagt? Der Zufall sagt, weiß es jemand? 42. Sagt 42, ist richtig, oder 3. Milo darf anfangen, sich die erste Frage aus diesem finalen Brett Fangen wir mit den werten Unix-Hackern an. Unix-Hacker für? 100. Okay. Er initiierte als Student den Gott. Milo. Wer ist denn Linus Torvalds? Wer ist Linus Torvalds? Richtig. Es ist ein Kernel. Es ist weder ein Unix noch ein Unix. Du darfst weitermachen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Hacker für 200. Sie schufen C und das erste Unix, Alu-Burka. Ja,
Wir waren Königin und Fritzi. Du musst schon ein bisschen lauter nuscheln. Wer waren Königin und Fritzi? Königin und Fritzi, richtig. Sehr gut. Es geht weiter, Aluboka. Unix-Hacker für 300. Für 300. Auf deinen Compilern, Milo. Wer ist Richard Stallman? Richtig. Ja. Aber ihr dürft das ganze Feld verwenden. Wir haben hier nicht Platzmangel oder sowas. Also nö, wir machen die Kategorie jetzt fertig. 400 Unix-Hacker. Double Jeopardy. Ja, komm, alles. Er nimmt alles. Alles. Aua. Er ist vor allem für seine Betriebssystembücher bekannt. Wer ist Milo. Wer ist der BSD-Dämon? Der hat ganz viele Bücher geschrieben, also ich habe sie alle durch. Ich habe mir mal alles signieren lassen von ihm, also klasse. Der Waschbär ist der BSD-Dämon? Nee. Machen wir die Kategorie. Achtung, Hände auf die Buzzer, wir machen wieder auf. Ich bin doof. Nick. Wer ist Andrew S. Tannenbaum? Wer ist ja. Andrew Tannenbaum, richtig. Ein bisschen mehr Applaus darf man da schon, es wurde immer der BSD-Dämon vorher genannt. Ja, also, die 500. Stellt euch mal vor, ganz viele Leute, so 2000 Leute. Das ist nicht so einfach. Ist doch kaum einer da? Ja, noch mehr Mitleid. Kommt, lauter, lauter. Ich will im Mitleid baden. Du kriegst gleich ganz viele Likes in diesem Tapsen-Ding. So, okay. Also, 500, freie Wahl natürlich. Nick. Ich hätte gerne Code 200. Ich hätte gerne die Code. Du kannst auch da gucken, übrigens, ne? Nicht mal den Wendehals dringend. Alex. Was sind QR-Codes? QR. Was sind QR-Codes? Ist eigentlich nur einer, aber ja. Ist ein QR-Code, ja. Genau, was steht drauf? Wer hat's gescannt? Ihr seid alle zu langsam. Weiter. Im Stream kann man da mal scannen. Bauteile für 400. Bauteile. Mitten rein. 40XX. Alex. Was sind CMOS ICs? Was sind CMOS-ICs oder CMOS-Logobausteine? Richtig. Bauteile für 300. Für? 300 Bauteile. Bauteile 300. 104. Also steht da meistens... Muss eigentlich einfacher als die 400 sein. Alex? Was sind SMD-Widerstände? Nein, da steht sowas in der Regel nicht drauf. Doch. Steht das drauf? Doch. Doch, stimmt. Müssen wir eigentlich gelten lassen. Ja, lassen wir gelten. Wer weiß, was wir eigentlich wollten? Wir wollten eigentlich Keramikkondensator, aber stimmt, auf Widerständen kommt es auch vor. Du darfst weitermachen. Dann Bauteile 200. 16 Megahertz. Alex? Was ist ein Quarz? Ein Quarz! Schau nicht so überrascht, nach oben wird es einfacher. Das ist die Idee. Bauteile 500. Alle dürfen drücken, also nur zur Info wieder. 0805. Alex? Was ist die Größe von SMD-Bauteilen? Stimmt, oder eine mögliche Größe. Es gibt hier in verschiedenen, richtig. Ja, es gibt noch 0402. Ja, wer wen du weißt, ist Streber. Es gibt keine Bonuspunkte für ganze Reihen. Stimmt, also für 4 gewinnt gibt es keine Bonuspunkte, aber vielleicht ein Aufkleber nachher. Bauteile für 100. Er will die Reihe haben. Hände auf die Buzzer. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Zack. Das sind die berühmten Last-Minute-Patches. Was ist ein Encoding-Fail? Aluburka, du wolltest was fragen. Was ist ein Farbcode für einen Widerstand? Und wie viel Ohm? Ist richtig, ja? Richtig, 523 Ohm. Aluburka hat es richtig und darf weitermachen. Die nächste? Wir nehmen Krypto für 100. Krypto. Bietet Schutz gegen nachträglichen Schlüsseln, Milo. Was ist Perfect Forward Secrecy? Perfect Forward Secrecy, richtig. Oder wohin treibt uns die NSA, dass wir alle diese elliptischen Kurven verwenden? Publikation 100. Kritik, Aluburka.
Was schrieb Kant? Was schrieb Kant? Richtig. Codes für 300. Codes. Nick. Was ist ein Aztec? Nein, das ist der andere, sagt Zick. Nein, falsch. Ja. Was ist der Code, der von der Post für vorbezahlte Briefmarken verwendet wird? Genau. So kann man das fragen, richtig? Und der heißt? Data Matrix. Genau, die Data Matrix. Aber die Frage von Alu Burka ist völlig korrekt genuschelt gewesen. Du darfst weitermachen. Publikationen für 400. Die Publikationen. Publikationen für 400, Iggy. A method for obtaining digital signatures. Alu Burka? Was ist die Publikation der Herren Rivers, Charmy und Edelman? Ganz korrekt. Die Herren RSA. In welchem Jahr war die gleich nochmal? 77. Kommt grob hin, oder? Ich weiß es nicht. Du darfst weitermachen. Krypto für 500. Oh, ist gar nicht schwierig, das ist nur 500. Also ist jetzt nicht unnötig schwer. Was ist der Beast-Angriff? Was ist die Beast-Attack? Korrekt. Jetzt hätten wir die Diagonale. Five in a row. Ja, also ich würde sagen... Bingo. Also für Five in a Row gibt es natürlich A-Cup-Aufkleber, das ist ganz klar. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst weitermachen. Krypto für 300. Krypto 300, Digi? Da haben wir heute schon drüber diskutiert. Den benutzen wir vielleicht. Milo. Sie brachten gewisse was sind gewisse Konstanten, die Sie in den DC irgendwas Algorithmus einbrachten, die bekannt sind, um elliptische Kurven zu schwächen? Was ist denn der DC irgendwas Algorithmus? Ja, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Was tut er denn? Irgendwie mit elliptischen Kurven was machen und verschlüsseln und dann haben Sie irgendwelche Konstanten, die nur Sie wissen und dadurch können Sie alles entschlüsseln. Also verschlüsseln ist eigentlich falsch. Das ist eine Cipher Suite, oder? Nee, nein, was war das? Es ist keine Cipher Suite an der Stelle. Ach so, das ist... Ach, ist es der RDRand? Nee, genau. Ach so, das ist wirklich der RDRand. Es ist nicht die Verschlüsselung. Ah, okay. Also ist jedenfalls falsch. Aber mach nochmal auf. Nick. Aua. Was sind bekannte elliptische Kurven? Na, ich glaube nicht, dass sie die Kurven einbrachten. Aber weißt du denn, was es für einen, also wie heißt das, der Standard, den sie da eingebracht haben? ECDSA. Nee. Nein. Nein. Nicht ECDSA. Hä? Wir benutzen das hier die ganze Zeit. Wir machen zu. Milo? Was ist ein kaputter Zufallszahlengenerator? Richtig, was ist ein kaputter Zufallszahlengenerator? Aber also ich finde, er gibt gute Zahlen raus. Die sind alle Integer. Also schlechter kann er ja nicht sein. Du darfst die nächste Kategorie aussuchen. Machen wir mal mit Krypto 200 weiter. Ja. Hallo Burka. Was sind S-Boxen? Was sind die S-Boxen? Richtig. Das war halt noch die alte NSA, die hat sich noch darum gekümmert, dass die Sachen sicher werden, aber... Unix-Hacker für 500. Oh! Ups! Alles mit den Umlauten magst du, oder? Er hat mich ein paar Mal angemeckert für die nicht ausgeschriebenen, aber ich finde die schöner so. Was ist der eiserne Herrscher von BSD? Und er heißt? Ich weiß seinen Namen nicht. Den Namen hätten wir schon gerne gehabt. Aber er ist der Diktator.
Es ist der Diktator. Ich weiß nicht, ob man das so unterschreiben darf. Mach's mal neutral, Iggy. Ach, komm, die Post ging auf. Der Postcode ging auf. Ja, der war aber auch. Wir machen keine Minus. Aber er ist dafür bekannt. Wir machen keine Minuspunkte, okay, aber. Aber er ist dafür bekannt. Der Diktator hat eigentlich eher OpenBSD. Wir wollen jedem BSD schon seine richtigen. Und da heißt der Kim Jong-Dings, oder wie war das? Der Sekt, deine Sachen weiß keiner. Schade. Ist nicht von mir. Das hätte nach Linux fragen sollen. MacCusic, das Publikum hat es schon verraten. Tja. Kirk. Kirk, MacCusic. Wir brauchen schon wieder Zufall. Weiß jemand, was der letzte war? Zwei, da müssen wir seeden und wir kriegen 3 kommt raus. Es macht Milo weiter. Publikation 200. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Der Zufall ist abgestürzt, scheint mir. Wer ist Max Planck? Nicht? Ich habe E-Minuspunkte, also wurscht. Der Underflow bei den Integern ist noch weit weg. Ja, mei. Den schaffe ich noch. Planck hatten wir doch vorhin schon. Hatten wir Planck nicht schon? Doch, wir hatten Planck schon. Aber gut, hatten wir auch schon. Eine Idee? Niemand? Wie steht's mit dem Publikum? Was? Oh. Einstein, ja. Ernsthaft? Was schrieb Einstein? Okay. Der war auch schon, richtig. Mir fiel gerade ein, wir hatten beide schon. Wir sind relativ langweilig, oder? Alles doppelt nennen. Hättet ihr daran erinnern müssen nur. Schon wieder Zufall, die 4 oder die 3, ich verliere den Überblick. Die 4. Die 4, Aluburker darf. Codes für 400. Aluburker möchte sich die Codes holen. Die Codes fertig machen? Nein, so. Die Hälfte der Leute, die hier sind, hatten das wahrscheinlich neulich in der Hand. Hatten die in der Hand? Ja, stimmt, hatten die in der Hand. Lassen wir die komische Frage gelten, ja doch, ja. Das scannt schon wieder einer. Und hat schon jemand gescannt erfolgreich? Nein? Die Leute im Stream könnten scannen, oder? Haben wir einen, wie heißt das, Signal Angel da, der Leute im Irk fragen kann, ob sie es schon gescannt haben? Ich glaube, wir haben keinen Signal Angel. Wir haben nix. Gut, weiß keiner? Wo wird er verwendet? Nix. Die Bahn verwendet den. Und das heißt der, Aztec. Genau, der Aztec-Code, den wir heute schon genannt hatten, als er falsch war. Es geht weiter mit der Nummer 1. Nick, du darfst dir was aussuchen. Jetzt kommt mir der Zufall auch komisch vor langsam. Das mit dem Aztec war ja schon peinlich und zwar zweimal, aber dann. Ich nehme jetzt einfach mal ganz feige Codes 100. Die Codes für 100. Hält deine Buzzer? Alex! Was ist ein Barcode? Das ist richtig! Was für ein? EAN? Lassen wir gelten. Ein Barcode. Ein EAN 13. Ein EAN 13 wäre das gewesen. Und für welches Produkt? Für Fnord. Für Fnord die kleine 100-Gramm-Packung. Du darfst weitermachen. Publikation 300. Aluburka. Welches Buch schrieb Tsiolkovsky? Ich hoffe nicht, dass er es co-autoriert hat, weil dann wüsste ich es nicht. Aber nein. Was schrieb Werner Braun? Was schrieb Werner von Braun? Richtig. Ja, ob die Beiträge nur so nah. Ob das ein so konstruktiver Beitrag war, kann man diskutieren, aber er hat es halt so genannt. Du darfst weitermachen. Publikation 500, wenn ich gerade schon so viel Erfolg hatte. Oh. Jo. Und nachdem du so viel Erfolg hattest? Also gut, du bist im Negativen. Ich empfehle also zu setzen. Das schaffe ich. On computable numbers. Das ist an application to the Entscheidungsproblem. Schönes englisches Wort. Ist das so einfach, wie ich denke? Das ist eine Frage, die mir noch nicht gilt, ja? Okay. Also frag ruhig. Wer ist der größte Held des Zweiten Weltkriegs? Alan Turing? Richtig! Ja.
Also Kudos für das ist es so einfach, wie ich denke. Sex sagte, das weiß doch wieder keiner. Die Leute halten schon Fallen bei solchen einfachen Fragen. Du darfst weiter aussuchen. Machen wir mal Codes für 500. Der Code für 500. Der letzte. Was ist Con-Based Game of Life? Das ist auch viereckig und nicht fünfeckig. Das kann man in der Auflösung nicht erkennen, dass die fünfeckig sind. Die kleinen Punkte sind fünfeckig. Bei Game of Life sind sie nicht sechseckig. Ja. Sechseckig. Fünfeckig wäre doof, das geht nicht. Das ist nur bei den Illuminaten so. Nein, ich glaube, du kannst es auflösen, Zack. Wenn ich es jetzt noch wüsste. Der hilft gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, er wird... was? Laut was? Wer hat ihn gescannt? Nein, der hieß ganz komisch, der hieß Superdings. Nein, der hieß... Maxi-Code. Genau, der Maxi-Code war das. Und was stand drauf? Hast du ihn gescannt erfolgreich? Ah, okay, hat ihn nicht mal erlöst. Ich weiß noch, er wird auch scherzhaft Target-Code genannt, wegen dem Krieg. Okay, so, für die Amis. Ich glaube, der Zufall hat gesagt, der Nick macht weiter. Ich glaube, es ist eh kein Double-Jabber, nehmen wir da. Es ist eh kein Double, wir machen sie auf. Also ihr müsst alle jetzt hier neben Primzahlen das bedeutendste mathematische Konstrukt für heutige Public-Key-Kryptographie. Aluburger hat schon längst gedrückt und will uns sagen... Was sind elliptische Kurven? Was sind elliptische Kurven? Das ist richtig. Das ist richtig. Oh. Alex. Okay. Die silberne Farbe scheint beim Jeopardy zu helfen. Bevor jetzt alle wegrennen, wir machen noch eine Uber-Hacksaw-Runde, bis ihr alle keine Lust mehr habt. Wir gratulieren aber jetzt erstmal Aluburka zum erneuten Gewinn des Hacker-Jeopardys. Ob du dann nächstes Jahr beim Hacker-Topf schlagen oder was auch immer der Nachfolger hiervon wird mitmachen darfst, müssen dann die Macher entscheiden. Also, du bekommst jedenfalls unseren Hauptpreis von den Sportsfreunden der Sperrtechnik, das ultimative Super-Pick-Set mit allem drum und dran. Alle, die nicht gewonnen haben, müssen es leider oben im Sportshop kaufen. Und herzlichen Glückwunsch. So. Aber auch unser knapp Zweitplatzierter bekommt noch ein wunderbares Pickset. Alex, damit kannst du fast die gleichen Türen aufmachen, einfach hinter Aluburka hinterherpicken. Ebenfalls von den Sportfonds der Sperrtechnik gesponsert. Vielen Dank dafür. Und auch unser Drittplatzierter bekommt ein schönes kleines Pickset und eine Handvoll Aufkleber für den, der mir sagen kann, was das für ein Behältnis ist. Ich weiß es selbst. Du weißt es, es ist? Das ist ein Geocaching-Pickset, stand da drauf. Aber was ist das Behältnis? Was ist das für ein Behälter? Das ist ein PET-Ling. Genau, das ist ein PET-Rohling für eine Flasche. Originelle Verpackung für ein Pickset gibt es ebenfalls im Sportshop. Gut. So, und jetzt? Jetzt brauchen wir haben nur noch eine halbe Stunde, habe ich gerade erfahren. Uns wurde gesagt, wir dürfen bis morgen früh um 11 machen. Ja. Gut, also wir brauchen ganz, ganz schnell Leute, die Kategorien bitte aufrufen, die sich mit absolutem Unsinn auskennen. Es sind Sachen, die keiner lösen kann, die uns geschickt wurden, wo wir gesagt haben, das können wir nicht spielen. Die Leute haben gesagt, macht's doch trotzdem, wir machen es trotzdem. Die Regeln sind die gleichen, es gibt keine. Aluburka, wenn du noch mitmachen möchtest, darfst du auch. Uber-Hacksaw-Runde, hat jemand Fefe geholt? Wir wollen die Kategorien. ASCII, Hello World, genau. Registry. Es ist, glaube ich, alles völlig logisch. Es wäre schön, wenn sich wenigstens einer mit Minecraft auskennt, um die anderen abzuzocken. Will Nibbler mitspielen? Ja. Ah, Nibbler will... Nibbler! Nein, du hast schon. Doppelt geht nicht. Auf die Schnelle noch zwei. Und... einer noch. Wir brauchen noch... Der springt einfach auf die Bühne. Müssen wir das so gelten lassen oder will irgendjemand dringender als die beiden? Okay. Also ihr kennt alle die Regeln. Wir müssen schnell machen.
Oh, wir haben die Preise gar nicht vorgestellt. Dass am Schluss dann auch keiner mehr hier ist. Es geht um einen goldenen Milliway-Coin und schöne Quote-Quartetts. Zero, Dave. Eine Null. Dave. Wer keine Frage Wer keine Frage stellt, fliegt von der Bühne und wird durch einen neuen Kandidaten ersetzt. Ja. Das ist eine gute Regel. Martin, du musst darüber so sprechen. Okay. Mal drücken wir aufs. Fang einfach mal an. Es sind keine Double Jeopardies drin. Such dir eine Kategorie aus. Redstone 100. Wir möchten wissen, was für ein Logikgatter das ist. Was für ein Logikgatter ist das? Was ist in Minecraft und Redstone Logik ein Not? Richtig. Was ist ein Not? Weiter, schnell. Ja, dann gehen wir mal weiter mit Redstone 500. 500. Martin. Was ist deine Athlet? Richtig. Wir haben ja die Minecraft-Spieler gegeneinander. Das wird doch spannend hier. Weiter. Redstone 400. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, wie es heißt, aber was... Was ist dein Taktgeber? Falsch. Was meinst du mit Taktgeber? Das weiß ich nicht. Also, lass mir erklären, was er damit meinte mit Taktgeber. Was tut es denn? Das. Nicht nachdenken, du musst sagen, was du meintest. Er hat erst gesagt und dann nachgedacht, das gilt nicht. Okay, war falsch, Taktgeber ist in dem Sinne nicht richtig. Null Dave, wie sagen? Null Dave, bitte. Null Dave, ja. Zero Dave. Ein Frequenzgenerator? Nein, eben nicht. Also das wäre ja auch ein Taktgeber. Das war keine Frage, wir hätten gerne einen neuen Kandidaten. Oh, ja, stimmt. Einen neuen Kandidaten, bitte. Zero Dave, das tut mir leid, das waren die Regeln. Wie rum ist der Repeater da? Da kommt ein Freiwilliger. Wie rum steht der Repeater? Da vorne darf kommen, ja. Das ist schon alles passiert. Aber du nimmst natürlich ein paar Aufkleber mit. Und weil du der Erste gehst, der über die Bühne geht, halt, stopp, ein Code-Quartett hier, wir hauen die Preise raus, wir kennen nix. Okay, das Code-Quartett von suplanus.de. Wir müssen es doch auflösen. Wir müssen es doch auflösen. Ja, wahrscheinlich würden Leute sagen, ist doch ein Taktgeber. Es tut aus einem langen Impuls einen kurzen Impuls machen. Also was ist ein Impulsverkürzer oder so ähnlich? Weiter geht's. Und der Zufall sagt, die 2 darf auswählen, das wäre Nibbler. Such dir was Schönes aus. Registry 300. Das ist die Windows Registry, wir möchten wissen, was tut dieser Key. No. Das hast du abgehackt, oder? Fehlt da was? Ich glaube nicht. Du hast mir die so geschickt. Ich habe die mir gar nicht geschickt, die kamen aus dem Internet. Das traut sich doch keiner zu. Möchte irgendjemand sich versuchen? Warte. Was steht da drin? Ja? Was ist der Registry-Eintrag, in dem Einträge für das Kontextmenü für Ordner eingepackt werden? Das ist völlig korrekt. Woher weißt du das? Ja. Schäm dich! Ich hab geraten, ich schwör's. Ja, ich schwör's. Such dir gleich das nächste. Weiter, wir haben doch keine Zeit. Hello World 500. Hello World für 100? Achtung, bei Hello World geht es um Programmiersprachen und wir haben sie nicht mehr vergrößert. Schade, guckt mal da hinten. Ich empfehle, nach hinten zu schauen. Nicht besser. Zack wollte die eigentlich hochskalieren. Nein, ich habe dir gesagt, du musst sie größer machen. Ach, du hast mir gesagt, ich muss sie hochskalieren. Ich gebe zu, es ist ein bisschen klein. Spitze Klammer, V, Komma. Ach so, es hat jemand gedrückt, dann sag doch was. Wie sieht Hello World in Malborge aus? So, jetzt muss der Ray nachgucken, weil weder ich noch er wissen das. Was war die Antwort? Wie sieht Hello World in Malborge aus? Nein, knapp daneben.
Nein. Ich kenne die sogar, scheiße. Aber das ist diese Sprache mit den Steuerzeichen. Also zum Beispiel der Pfeil nach unten bedeutet, dass dann genau, der Programmflow genau, nach unten weitergeht. Der Programmablauf wird durch die kleinen Pfeile charakterisiert, richtig. Aber die heißt anders. Aber man sieht es leider im Publikum nicht. Wir müssen das abbrechen. Das war Bifanji. Es geht weiter mit dem Zufall, der sagt die 3, der sagt Sam darf sich was aussuchen. So, Hello World 400. Kann man wieder nicht erkennen, schaut lieber auf die große Wand. Oh, hallo, Martin. Doch, das kann man was ist Hello World in Pete? Ich glaub, richtig. Das ist Pete. Ja. Doch, das war korrekt. Ja, in Pete. Weiter. Nehmen wir Hello World für 300. Hello World für 300? Die ist einfach. Nibbler. Was ist Hello World in Whitespace? In Whitespace, ja. Richtig. Du darfst weitermachen. War hier so schön, war Hello World für 200. Hello World für 200. Ken Head Studio. Sam. Wie sieht Hello Cat in LOL Code aus? Richtig, wie sieht Hello Cat in LOL Code aus? Hello World. Wie sieht Hello Kitty in... Nein, Moment. Du darfst weitermachen. So, Hello World 100. Ihr habt alle Angst vor neuen... Wie sieht Hello World in Brainfuck aus? Richtig, Brainfuck. Ja. Es war so klar, dass das kommen musste. Da blieb einfach nichts anderes mehr übrig, das ist klar. OS Games 100. Open Source Spiele. Das sind Screenshots aus Open Source Spielen, die wir alle nicht kennen. Aber viel Spaß damit. Den kannte ich. Oh, den kanntest du? Kennt das jemand? Oh, das kennen mehrere. Das müsstest du auch wissen. Oder alle müssten das wissen. Also ich weiß es nicht. Es ist The Battle of Westnord. Und gleich weiter mit dem Zufall. Der sagt die 4, der sagt Zero Dave darf... Zero Dave ist neu. Wie heißt der neue Zero Dave? Ich bin Tixif. Zero Dave plus One darf weitermachen. Okay, ich nehme dann mal Transistoren für 400. Das sind alles Transistoren. Wir möchten wissen, welcher das ist. Wie sieht ein N-Kanal J-Fade aus? Das ist richtig. Oh. Du darfst weitermachen. Transistoren für 500. Jetzt will er es wissen. Oh. Wie sieht das Schaltzeichen für ein IGBT aus? Richtig. Ich muss zugeben, ich kannte den leider nicht mal. Nehmen wir mal Sprites für 300. Sprites sind Sprites aus Spielen, aber nicht zwingend die Hauptspielcharaktere. Wir hätten gerne das Spiel. Sam. Wie sieht das Diamant-Sprite in Minecraft aus? Richtig. Ja. Weiter. Sprites 400. Und wenn ihr dachte, die sind alle so einfach. Ah. Scheiße. Wie viele im Publikum wissen das? Einer. Einer? Wo? Keiner. Keiner? Ich würde dem einen jetzt auch noch ein Codequartett raushauen. Wer im Publikum erkennt dieses Sprite? Da hinten, in der Mitte. Und es ist? Die Plattform aus Super Mario World. Das ist korrekt. Willst du dein Quartett holen? Wahrscheinlich war das der Einsender. Du hast uns die eingeschickt, oder? Du hattest uns die eingeschickt, ne? Oh! Es geht weiter mit dem Zufall, der entscheidet für die Zero Dave. Such dir eine Kategorie aus. Weil der ist doppelt, der Zufall wird schlechter. Ja. Okay, Zero Dave plus 1. Dann nehmen wir mal Registry 100. Wieder ein wunderbarer Registry-Key. Sam. Scheiße, jetzt muss ich raten. Du hast vorhin schon geraten. Wie heißt der Eintrag? Sehr scheiße. Jetzt aber. Warte, ich schaff's gleich. 10. Wie heißt der Eintrag, der die Explorer-Exe am Anfang startet? Der Explorer-Exe am Anfang startet? Ja, anders gestartet. Nein. Scheiße. Nein. Ja, die Explorer-Exe startet doch sofort, können, oder? Aber Explorer wird anders gestartet. Ja. Ja, egal. Genau. Nein. Nein, okay.
Wer anderes? Nibbler. Wie hier ist der Eintrag, der im Gegensatz zu Run Once an selber Stelle Dinge nicht nur einmal, sondern bei jedem Start startet? Jo. Ja, Dinge, die bei jedem Start starten. Ich bin ein, also ihr schämt euch echt für nix, ne? Mach mal weiter, Nibbler. Such dir was aus. Registry für 500. Oh. Jetzt will das wissen wir. Also da steht eigentlich genau, was es tut. Ja. Ist also eigentlich die 100er Frage gedrückt, ne? Zero Dave plus 1. Wie heißt der Windows Registry Schlüssel, der entscheidet, welchen Zustand die LEDs auf dem Keyboard beim Start haben? Ganz richtig, eine sinnvolle Funktion. Wer hat die noch nicht benutzt? Du darfst weitermachen, Zero Dave plus 1. Okay, dann mal Open Source Games für 300. Die Open Source Games für 300. Kann ich jetzt schon sagen, dass ich nicht kenne? Dieses Gedaddel immer. Ja. Ach, das ist wieder so ein großes Bild. Sam. Wie sieht T-Worlds aus? Ich glaube, das war richtig. Ja, das ist wohl richtig, ich weiß es nicht. Open Source Games 200. Doch, das war korrekt, T-Worlds. Ja. Open Source Games 200. Das kenne ich ja sogar. Es ist offenbar weniger verbreitet als das andere. Und es heißt? Hedge Wars, richtig, ein paar Aufkleber für dich. Sehr schön. Das wusste keiner. Wir brauchen mehr Zufall. Zufall sagt 3. Nein, 1. Echt? Hat er 1 gesagt? Gut, ja. Ich habe nicht nachgeschaut. Martin. Sprites 100. Sprites für 100? Die ist einfach. Es gibt, glaube ich, eh keine Hacker Double Jeopardy hier. Zero Dave. Wie sieht die Kirsche von Pac-Man aus? Richtig! Ja. Weiter! Ja, dann mal Sprites für 200. Zero Dave! Wie sieht das Tor aus, wo bei dem Spiel Lemmings immer die Lemmings rauskommen? Richtig! Und okay, weiter. Okay, dann, wo das so gut läuft, dann mal Sprites für 500. Preis für 500. Sam. Wie sieht im Spiel The Incredible Machine die Steckdose aus? Richtig! Du kannst gleich weitermachen. Bleiben wir bei den Spielen. OS Games für 400. OS Games? Geh ich spicken. Yes! Anyone? Hat der Entwickler Yes geschrien? Scheint nicht so verbreitet. Ich glaube, wir können wieder Aufkleber loswerden. Publikum. Wildlands, holt euch hier Aufkleber ab. Richtig. Kommt nach vorne. Und wir machen weiter mit dem Zufall der Welt, den Nibbler aus. Das war nicht zufällig, Zack. Nibbler, mach ja auch weiter. Nicht zufällig sein. Ich schwanke zwischen Registry 400 und Transistoren 300. Was muss ich wahrscheinlich? Es gibt eh kein Double Jeopardy, mach weiter. Registry 400. Ah, Aufkleber. Das ist ein bisschen länger. Sind genug für alle da. Mag jemand einen Versuch wagen? Ich habe zu Zack vorhin gesagt, steht eigentlich auch da, was es ist. Sam, unser Windows-Kenner. Wie lautet der Registry-Eintrag, der die Euler-Dingskirchen... Nein, nicht Euler. Da steht zwar fast Euler, aber ja, es ist Enable LUA. ELUA. Wer macht weiter? Wer will noch Punkte verlieren? Da ist einer fast am Drücken. Ja. Ah, womit kriegt man die lokale Authentication aus? Genau, oder ein. Damit kann man die lokale Authentication ein- oder ausschalten, oder ob man sich anmelden muss am System. Klar. Danke, Martin. Wir hätten dann noch eine Kategorie, die ist ganz unbenutzt. Ach ja, genau, die beiden Kategorien, die unbenutzt sind. Also bei Register sind Register von CPUs und wir möchten gerne wissen, welche CPU dieses Register hat. Dann machen wir die Register 500. Register 500, bitte. Register 500. Welche CPU hat ein Register, das so heißt? XMM4. Das könnte man ganz alle einfach... Alle aktuellen x86er von Intel? Das war ein Fragezeichen. Sorry,
Das war keine Frage. Aber dein Code-Quartett. So, machen wir bitte weiter. Ja. Die Frage ist noch offen. Aber wir möchten eine Begründung für denjenigen, der sie stellen sollte, falls er die gleiche nochmal wiederholt. Die natürlich richtig war. Na gut, dann halt nicht. Du darfst auflösen, Ray. Ich darf auflösen, das ist alle aktuellen X86er, nämlich die SSE-Extensions haben. Genau. Es geht weiter. War falsch, der Zufall wählt die, den neuen Kandidaten. Der neue Kandidat wurde vom Zufall zufällig ausgewählt. Der war Ups, genau. Ja, Ups, genau. Ich nehme ASCII 100. Da müsst ihr nur wissen, was für ein Zeichen das ist oder so ähnlich. Oder was das im ASCII ist. Zero Dave, plus eins. Welche in dezimaler Darstellung stellt welche Zahl das Zeichen für den Zeilenvorschub / R dar? Also sprich... Auf der Zielgeraden falsch abgebogen. Also das ist 0x0d oder 13 und also welche Dings sie... 13 ist nicht / R. Ist das die New Line, verdammt. Genau. Ja, okay, dann war es eindeutig falsch, was ich gesagt habe. Ich dachte echt, es wäre / R und nicht / N. Neutral? Ja, neutral für den schönen Versuch. Aber wir müssen leider zumachen, weil es schon aufgelöst wurde. Das wäre der Back N gewesen. Es geht weiter mit dem Zufall und der sagt Nibbler. Dieser Zufall ist schlecht. Also ich kann echt abraten, diesen Elliptic Curve Zufallsgenerator zu verwenden. Würde ich nicht mehr kaufen. Nibbler, auf. ASCII 200. ASCII für 200. 32. Boah. Wenn man das umdreht. Die Quersumme ist 5. Genau, und dann ist das 23. Und das wäre welches Zeichen? Nein, wie sieht wieder in Dezimal, welches, also ja, für das Leerzeichen, welche Zahl muss ich verwenden, um sie da, um das darzustellen in Dezimal? Ja, genau. Welche Zahl im Dezimalsystem muss ich verwenden, um das Leerzeichen darzustellen? Einfacher kann man das nicht fragen. Danke, Zero Day. Plus eins. Es geht weiter mit? Mit Transistoren 300. Transistoren, die konnte irgendjemand. Zero Dave. Ja. Wie sieht das Schaltzeichen für einen P-Kanal-MOSFET aus? Richtig. Ja. Doch nicht so schwierig, wie wir dachten. Weiter. Okay, ich versuche mal Register 300. Das Register 300? Register. Sorry. Das DDRA-Register. Einer hat gelacht. Nee, ich habe schon wieder gedrückt hier. Ach, meine Güte, ja. Wie heißt das Register, was zum Beispiel auf einem AVR-Mikrocontroller die Datenrichtung des Portes einstellt? Also AVR hätte uns schon gereicht. Danke für Aufkleber. Bonus, alles. Du darfst dir gleich die nächste Kategorie aussuchen. Ja, dann nochmal die Transistoren für 200. Wieder ein schönes Bild. Wie sieht das Schaltzeichen von einem hundsnormalen Wald- und Wiesen-PNP-Transistor aus? Okay. Vom PNP hat er gesagt, richtig, ja. Jetzt wird die 100 natürlich schwierig, sage ich mal. Es geht weiter. Hände auf die Buzzer für alle. Ja, dann die Transistoren 100. Nibbler hat gedrückt. Was ist das völlig überraschend an dieser Stelle zu sehende Schaltbild von einem NPN-Transistor? Von einem NPN-Transistor, ja. Wer hätte es gedacht? Und Nibbler darf weitermachen. ASCII für 400. ASCII für 400, bitte. Nibbler. Hey. Ich habe drauf gewartet. Was ist sowohl hexadezimal als auch dezimale Repräsentation von Bell, also der Klingel. Richtig! Und auch noch Oktal. Ja, also sorry, Oktal hast du vergessen, können wir nicht gelten lassen. Du darfst trotzdem weitermachen. ASCII für 500. Du musst dich ein bisschen ranhalten, Nibbler, die anderen sind noch weit voraus.
1963. Da hat mich Zack vorhin angeschaut und gefragt, hä? Aber es kann nur eine einzige Frage geben, Nibbler. Wann wurde der ASCII-Standard verabschiedet? Richtig! Jo. Das war doch jetzt nicht schwierig, oder? Du darfst weitermachen. Ach so, ich noch. Register für, ach nee, ASCII 300. Machen wir das ab. ASCII 300. Der letzte. 0x32. Mann, ASCII. 3x16 plus 2. 1 im Sinn, 3 gemerkt. Also wie sieht in hexadezimaler Darstellung diesmal der ASCII-Wert für das Zeichen 2 aus? Das ist völlig korrekt. Die 2 ist das. Du darfst weitermachen. Und es ist ein fast Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz und Zero Dave zieht euch davon. Aber wäre das vielleicht die Stelle, eine Warnung auszusprechen, was unsere Preise sind? Naja, machen wir noch weiter. Okay, Register 200. Register für 200. Zero Dave. Ja, welches Register hat unter anderem ungefähr jede alte CPU von damals irgendwie, was man auch gerne immer Akku nennt, und eine spezielle CPU, die dieses Register hätte, komme ich jetzt auf die Frage, zum Beispiel, welches ist eines der Register, was eine 6502 CPU hat, wäre eine weitere Möglichkeit zu fragen. Ganz genau. Wir haben ja keine Zeit. Der Akkumulator der 65.000er, aber stimmt, eigentlich hatten sie alle den damals. Der Z80 hatte mit dem auch einen A und A-Strich, glaube ich. Egal, mach weiter. Ja, dann mal Register 400. Das letzte Register 400. Nein, gar nicht mal. Es gibt noch D7. Möchte sich niemand aus dem Fenster lehnen? Nichts? Ja, dann möchte ich es vielleicht aus dem Publikum hören. Da hinten, 1, 2. Oder MIPS. Wer hätte denn noch ein viertes, bitte? Nein, ist okay. Hol dir einen Aufkleber ab. Hol dir deinen Aufkleber ab, genau. Ich dachte, es hätte was mit Windows zu tun, wegen aus dem Fenster lehnen. Windows hat gar keine eigenen Register. Der Zufall wählt Zero Day plus 1. Nehmen wir mal Register für 100. Register für 100. Du verlierst Aufkleber. Ich verliere Aufkleber, wir haben genug. EAX, oh, das war schwierig. Zero Dave. Was ist eines der Register von der x86-Architektur? Seitdem, ich meine, es war der 386er, wo wir das Ding auf 32-Bit aufgebaut haben, ne? Ja, genau. Ja. Bringt ihm noch ein paar Sticker. Such dir noch eine Kategorie aus. Registry 200. Okay. Welcher Registriereintrag bestimmt die Farbe der Kommandozeile? Okay. Die Farbe der Kommandozeile. Ich muss das gucken. Ich kenne kein Windows. Irgendwo ist Schluss. Default-Farbe vom Shell-Fenster. Würde ich sagen, kommt hin, ja. Okay. So, und ehe wir jetzt um die letzte Frage spielen, auch wenn die Sache fast schon entschieden ist, wollte ich uns noch bei unseren Uber-Hacksaw-Kategorie-Preisspendern bedanken. Du wirst nachher die Wahl haben zwischen dieser fantastischen, des RV Münchens gespendeten Easter-Hack-Tasse des Easter-Hacks 2004, die den heimlichen Hasen erscheinen lässt, wenn man warme Flüssigkeit einfüllt, diesem Milliways Golden Collector's Coin und dem vom aus dem Kinky Geeks Village gesponserten Bondage Magazin. Wer dazu Fragen hat, kann sich jederzeit dort an Alex oder Felix wenden. Ach nee, er wollte Felix nicht genannt haben. Sorry. Nein. habt ihr nachher die freie Wahl. Und es geht weiter mit Zero Dave. Nee, nicht Zero Dave, mit Sam. OS Games 500. Das war falsch. Ja.
Das sieht niedlich aus. Es ist nichts vor. Ich wusste zwar nicht, dass es das gibt, aber wie sieht das Big Buck Bunny Spiel aus? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das ist. Ist das richtig? Ich weiß nur, wie es heißt. Nee. Ich weiß, ist falsch. Okay. Eichhörnchen oder Ratte oder was auch immer, waren Big Buck Bunny dabei, deswegen... Nee. Nicht? Ah. Nö. Das war auch ein Film, das Big Bucks Bunny. Ja, meine ich doch. Gibt es ein Spiel dazu? Egal. Weiß es jemand hier? Yo, Frankie ist richtig. Wer hat das zuerst geschrien für unseren letzten Trostpreis-Kartenspiel? Oh, so, dann machen wir doch jetzt einfach noch die Redstone für 200. Ach, wir haben noch Redstones, ja genau. Da waren unsere beiden, ach, wir haben beide Experten für Redstone rausgeschmissen. Das kann ja ein Spaß werden. ja, die 200. Ja? Scheiße. Martin drückt. Bin ich das? Wer war denn Martin? Das solltest du doch wissen. Warst du Martin? Ich glaube ja. Ich antworte mal. Wie sieht eine End-Schaltung in Redstone aus? Richtig, ja. Es ist ein End. Und dann hätten wir noch die allerletzte Frage. Ich würde ja 300. So. Martin. Wie sieht ein XOR in Redstone aus? Wie viele Eingänge siehst du hier? Falsch. Zu wenig. Sam. Wie sieht ein Delay in Redstone aus? Wie viele Eingänge siehst du hier? Falsch. Es hat nur einen einzigen... Es sind lauter Delays, die sind aber im Kreis miteinander verbunden. Nibbler. Wie sieht so ein Taktgeber aus? Ein Taktgeber, das ist richtig. Und wir haben ein Ergebnis. Zero Dave. Du hast die erste Wahl bei den Hauptpreisen. Welchen dieser Preise möchtest du haben? Du hast die freie Auswahl. Zero Dave wählt... Vorne! Ich will die Tasse. Er will die Tasse. Als zweites wählt Nibbler. Nibbler, möchtest du den tollen Coin oder das seriöse Fachmagazin? Naja, ich sammle diese komischen Münzen nicht. Also von daher ist die Münze für mich völlig wertlos. Aber also ohne jegliches private Interesse nimmt Nibbler das. Völlig ohne jegliches privates Interesse. Und für Sam bleibt der Milliwave-Sammler-Coin. Wir danken euch auch für die Einsendungen für die letzte Kategorie. Das war größtenteils User Supply Content. Jeder hier bekommt doch. Wir danken fürs Zuschauen und wir wünschen, wer auch immer nächstes Jahr einen Hacker Jeopardy machen möchte, viel Spaß. Also wenn wir es machen sollen, müsst ihr uns zwingen. Wir haben genug. Einen schönen Kongress noch.